deinen Namen, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und gib uns unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Guten Morgen, ihr Wundervollen, ihr Gesegneten des Allerhöchsten. Auf ein neues. So wie jeden Morgen. Und täglich grüßt das Murmeltier. Seid gegrüßt, ihr Wundervollen. Ja, Timo hat es geschafft. Timo, du hast die Rose geschenkt. Du hast die Rose geschenkt. Du bist ein Schritt weiter. Wir sind beim Bachelor. Du hast mir deine Rose gegeben. Timo. Ami, danke für deine Arbeit. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Mir gebührt keine Ehre. Kein von uns gebührt die Ehre. Alle Ehre gebührt ihm. Wir sind nur Sünder. Wir sind nur elende Sünder, gefangen in diesem sündigen Körper. Und uns gebührt keine Ehre. Dem, der von oben kam und sich entäußert hat und Mensch wurde, dem gebührt alle Ehre, Macht und Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amir, wo darf man dir Geld spenden? Du kannst mir hier Geschenke senden, aber das brauchst du auch nicht zu tun. Alle Ehre dem Herrn. Ich suche immer noch ägyptische, helikoptische Gemeinde. Was? Helikoptische Gemeinde. Lieblingsevangelium, das ist das Johannesevangelium, ist mein Lieblingsevangelium. Johannesevangelium, wo die Gottheit des Herrn Jesus Christus eindeutig bestätigt wird. Ave, Ave Christus. In welcher Sure steht, dass Allah ein Schienbein hat? In Sure 68, Vers 42. Den Kontext der Geschichte findest du in Sahih Bukhari 7439. Da wirst du dich freuen. 7439, da wirst du dich freuen. Hast du PayPal? Ja, habe ich PayPal. Ich habe PayPal, ja genau. Danke, vielen Dank, dass ihr immer so lieb seid, dass ihr so freundlich, wundervoll und immer an euren Dr. Scherer, wo er mir denkt. Danke, Elena. Ich schreibe dir auf Insta, ja, danke schön. Danke, Sunny. Sunny. Danke, danke, Sunny. Ich habe dir einen kleinen Song gewidmet. Sunny. Danke, danke, Sunny. Ein Song von Dr. Sheikh Abu Amir am Morgen vertreibt immer Kummer und Sorgen. Ein Schia war niemals mir ein Muslim. Ja, so. Ich habe in den ganzen schiitischen Videos gesehen, dass ihr Sunniten keine Muslime seid. Also da muss man schon denen ein wenig so Props geben. Props. Zuspruch. Ja, die Schiiten haben sehr, sehr gute Bitte auch gegen die Sunniten gebracht. Gaza ist eine Kaserne der Hamas. Ja, das, was die Hamas da macht, ist der absolute Wahnsinn. Eigenes Volk. Ihr eigenes Volk als Schutzschild, denen ist das völlig egal, ob die Zivilisten da umkommen oder nicht. Sie verstecken sich unterirdisch in den Tunneln, verstecken sich in Schulen, Gebäuden und so, ne? Unfassbar. Sehr, 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 sehr schlimm. Ja, sie stellen sich nicht dem Kampf wie Männer den Israeliten. Sie verstecken sich einfach irgendwie in Schulen, in Gebäuden und zwischen Zivilisten und sowas, ne? Das ist absolut krank, ey. Absolut krank. Entführen die Israeliten, israelitische Kinder, machen ihnen Nackentherapie und sowas. Das ist unglaublich. Ja, historischer Feind der Muslime, ne? Die Juden. Du willst von wer Dajjal im Was? Was Dajjal? Hallo? Grüß dich.
Was war das? Freust du dich über tote muslimische Kinder? Absolut nicht. Freust du dich über tote israelitische Kinder? Wir Christen weinen für beide Parteien. Ihr Muslime weint nur für die Kinder in Palästina. Was ist das denn bitte? Besitzt du keine Empathie, kein Mitleid, kein Mitgefühl für andere Menschen? Ha? Sind die dir völlig egal, weil das Juden sind? Uns Christen ist das nicht egal, ob ein palästinensisches Kind stirbt oder ein israelitisches Kind stirbt. Was haben die denn mit dem Krieg zu tun? Was haben denn die unschuldigen Zivilisten mit dem Krieg zu tun auf beiden Seiten? Was? Was haben die damit zu tun? Hallo. Als würde ich hier eine Party feiern und sagen, oh super, dass Palästinenser sterben. Bekloppt oder was in der Birne? Also ich bin der Meinung, dass du einfach nur Scheiße laberst, du kleiner Hurensohn. Schwicke deine Mutter, du kleiner Hurensohn, Heuchler. Schwick deine Toten. Gott segne dich und deine Familie, du Dreck. Ey. Habt ihr gesehen? Und dann wundern die sich, warum die Muslime dem Erdboden gleichgemacht werden. Habt ihr das gesehen? Bestätigt, warum die Menschheit den Islam und die Muslime abgrundtief hasst. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Und dann fragt er sich, warum die gesamten Muslime auf der ganzen Welt bekämpft werden. Seht ihr? Wegen solchen Leuten müssen dann auch andere Muslime leiden, weil das ein Muslim war. 100 Millionen %ig. Aber er macht seinen Propheten alle Ehre. Du hast für alle Ewigkeiten ihr Verbot, du. Teufel, du. Raus mit dir. Raus. Möge der Jesus Christus deine blinden Augen öffnen. Unfassbar. Was ich mir hier geben muss, ihr Lieben. Unglaublich. Wie ekelhaft kann man nur sein. Wie ekelhaft. Guten Morgen, Kinder. Guten Morgen, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Khuda Hafiz, Khuda Hafiz. Was? Khuda Hafiz. Khuda Hafiz, ja. Willst du gehen? Tschüss. Nee, ich küsse deine Augen. Du machst super Arbeit, super Sache. Mach weiter. Du bist toll. Du bist toll, 100%. Ich küsse deine Augen. Tschüss, Bruder. Schönen Tag. Gott segne dich, mein Lieber. Ciao. Ja, das war wenigstens positiv. Da kommt einer, beleidigt mich aufs Übelste und dann kommt jemand rein und gib mir auch noch so Zuspruch. Das gleicht das eine wieder aus. Abwarten, du Kalb. Warte, guck mal, Abdo, guck mal, jetzt kannst du von draußen zuschauen. Guck mal, Stummschaltpaket, go. Du kannst mir gar nichts, hast du das kapiert? Warte ab, du Kalb. Guck in den Spiegel und sag das nochmal, bitte. Gott segne dich und deine Familie. Hallo? Hi, mein Lieber. Gott segne dich, wie geht's? Gott segne dich auch und deine Familie, mir geht's gut. Alhamdulillah, Jesus. Ja, was war denn das eben? Also viel, viel Kraft weiterhin, ne? Und ja. Da hat man ja den ganzen Hass gesehen, ne? Ja, man muss das Böse mit Guten überwinden. Der Herr segne ihn und seine Familie. Seine Mutter kann ja nichts dafür, dass die so einen Müll auf wie ihn geboren hat. Seine Eltern können ja absolut nicht dafür. Gott segne seine Eltern, weißt du? Bruder, ich finde die Frau Latina, Jesus, nimmt sich auch manchmal hoch. Das ist der Geist, der Feind, ne, der zittert, der kann das ja nicht hören, ne, das was auch du machst da. Und der kann nur das, der hat nichts, hat sowieso schon verloren bald. Ja, genau. Die Muslime, beziehungsweise der Islam in sich ist ja total am Zerbröckeln. Die Muslime geben dem Ganzen nochmal den Rest, verstehst du? Den Todesstoß, TikTok-sportlich. Ja, anstatt zu zeigen, dass sie wirklich anders sind, zeigen die immer wieder das, wie sie sind. Ja. Leider. Ja, sie haben einen bösartigen Geist. Merkst du den Geist?
des Islams. Merkst du? Gibt es Christen, die so sind? Gehen Christen bei anderen Muslimen so hoch und dann beleidigen die direkt los? Ich punkte deine Mutter, dies, das und so, oder wer macht sowas? Welche Glaubensgemeinschaft macht sowas? Nur die, die einen bösen Geist in sich haben. So sieht's aus. Ja, ich habe noch keinen Christen gesehen, der bei Muslimen einfach so hochgeht und loslegt, ich punkte deine Mutter, du bist der größte so. Wer macht sowas nur? Welche Glaubensgemeinschaft? Unfassbar, unfassbar. Habe ich auch nicht. Könnt ihr selber entscheiden. Wer will denn freiwillig zu einer Religion konvertieren, wenn es solche Menschen gibt, die dem Islam angehören? Und der Prophet auch noch so geredet hat wie die? Hast du sie gepunktet? Wenn jemand stolz ist auf das, geh und sag ihm, er soll in den PNIS seines Vaters beißen. Du siehst also, von wo kommt das Ganze denn? Ja, sie haben ja ihr Vorbild, ja, das ist ja ihr Vorbild. Natürlich, klar. Also wenn mein Vorbild schon so geredet hat, dann kann ich ja genauso reden wie der. Hast du sie gepunktet? Geh und beiß in den Penis deines Vaters. Oh Mann. Ja, Rudi. Viel Kraft weiterhin, wie gesagt. Späte weiter für dich. Was sagst du? Ich sagte viel Kraft für dich weiterhin. Und ich bete weiter für dich. Danke dir. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Gott segne dich und deine Familie. Fahr vorsichtig, gell? Gott segne dich. Okay, ciao. Ja, ciao. Wieder abgearbeitet. Wie am Fließband. Hi, grüß dich. Hi, mein Lieber, grüß dich. Ich hab eine Gott segne dich und deine Familie. Danke, ich grüße dich auch. Eine kurze Frage, ist der Christentum perfekt oder der Mensch? Nochmal, du musst lauter sprechen. Ob der Christentum perfekt ist oder ein Mensch? Ob das Christentum perfekt ist oder ein Mensch? Oder der Mensch, genau. Der Mensch ist doch nicht perfekt, der Mensch ist ein Sünder. So wie der Apostel Paulus uns das ja sagt. Und die Bibel uns das ja eindeutig sagt. In unserem Fleisch wohnt nichts Gutes. Genau, also dann kannst du nicht sagen, dass der Christentum schlecht ist, oder? Der Christentum, was meinst du mit Christentum? Religionen sind in sich ja tot. Nur Jesus Christus ist perfekt, der Perfekte. Nee, du musst ja nur auf meine Frage antworten. Ist der Mensch perfekt, wenn er dich beleidigt, oder der Christentum? Nein, du musst mal vorstellen, wer hat ihm das beigebracht? Wenn seine Handlungen eins zu eins abzuleiten sind, mein Lieber, wenn seine Handlungen eins zu eins abzuleiten sind von seinem Vorbild, dann muss man sich schon ernsthaft darüber Gedanken machen, ob diese Religion nicht in sich Gift ist für die Menschen. Gift ist für die Menschen, oder? Aber wenn das Vorbild, das das Christentum gegründet hat, also Jesus Christus in dem Fall, die Worte der Liebe gesprochen hat, verstehst du? Wie kann dann jemand, der sich Christ nennt, losziehen und dann Andersgläubige beleidigen? Du musst ja nur auf meine Frage antworten, ja oder nein? Wenn du zum Beispiel ich habe dir die Frage beantwortet. Hast du das begriffen? Hast du das begriffen, was ich dir gesagt habe? Ja, ich weiß. Du begreifst ja nicht, was du sagst. Siehst du? Die Muslime müssen mich nur anmelden. Guck mal. Das können die nur, diese Teufelsbraten. Guck mal. Das können die nur. Darf ich was? Kann ich was sagen? Guck mal. Du hast den gerade ja beleidigt mit Kelp. Ja. Guck mal, du sagst ja vorhin hast du ja gesagt. Vorhin hast du ja gesagt, wie heißt es nochmal, der Islam bröckelt und dies und das. Aber du weißt schon, weißt du, wie viele Menschen konvertieren jedes Jahr hier in Deutschland zum Islam? Bruchteil. Das weißt du ja 0,01%. Nein, was? Nein. Du weißt, in 20 Jahren, Statistik, in 20 Jahren wird jeder vierte Mensch, nicht Deutscher, jeder vierte Mensch ein Muslim werden. Weißt du, was ich meine? Ja, warum denn überhaupt, mein Lieber? Ihr dürft bis zu 4 Frauen nehmen und unzählige Kinder machen, Mann. Ja, aber ist doch besser, anstatt, du weißt ja jetzt, anstatt homosexuell oder sonst was oder nicht heiraten wollen. Ja, okay, mein Lieber, aber du siehst doch, dass der Allah keine Moral besitzt und den Muslimen erlaubt, Polygamie zu praktizieren. Warum erlaubt er nicht Allah Gleichberechtigung? Warum darf denn keine Frau 4 Männer haben? Nein, geht ja nicht. Ja, sowas geht nicht. Es gibt Gesetze. Ah, das geht nicht. Ne? Dann ist man auf dem Islam, Leute, das ist die Logik des Islams.
Ein Mann kann bis zu 4 Frauen haben, dann ist er ein wundervoller Moslem. Aber wenn eine Muslima dann 4 Männer hat, ist sie die größte Hure. Soll ich dir sagen, wieso? Guck dir mal jetzt, nehmen wir mal jetzt an, Europa, ja? Europa. Die meisten Männer sind entweder homo, viele von denen, oder die wollen nicht heiraten. Was sollen die armen Frauen machen? Was hat das mit der Logik des Islam zu tun? Warum darf eine Frau im Gegenzug, wenn ein Mann 4 Frauen heiraten darf, vielleicht möchte sie auch mit 4 Männern heiraten? Nein, aber das geht ja nicht. Du weißt selber, dass so moralisch Mann darf doch nicht, eine Frau darf doch nicht mal im Islam ohne die Erlaubnis des Mannes das Haus verlassen. Was ist das für eine Religion? Warum? Wieso nicht? Was ist daran so verkehrt? Ach so, du findest das gut. Und dann sagen die, ja, okay, habt ihr das gehört, ihr Muslimas? Ihr dürft das Haus ohne die Erlaubnis des Mannes nicht verlassen. Und das findet er gut. Meint er, wo ist das Problem? Ja, sie muss nachfragen. Das ist doch ganz normal. Wenn jetzt deine Frau einfach rausgeht. Ihr müsst nachfragen, ihr kleinen Muslimas. Schön fragen. Guck mal, Ami, jetzt eine andere Sache. Jetzt in Palästina. Hast du jemanden gesehen? Ja, jetzt wechselst du das Thema. Seht ihr, weil das unangenehm ist. Nein, ist nicht unangenehm. Ich habe es ja offen gesagt. Ich meinte, ja, ist richtig so. Guck mal, jetzt. Ja, ist richtig. Seht ihr, ihr kleinen Muslimas, ihr dürft bald, wenn irgendwann mal, wie er gerade gesagt hat, dass die Muslime immer mehr werden, dann kriegt ihr den wahren Islam zu spüren. Das, was ihr jetzt seht, ist eine verwässerte Version, weil die Muslime nicht in der Stärke sind. Nein, ihr Muslimas, zieht euch schon mal warm an. Ihr werdet vom Allerfeinsten durch die gesamten Wände. Amir, jetzt im Ernst jetzt. Guck mal, jetzt im Palästina-Konflikt. Du hast ja gesehen jetzt, wie Israel die ganze Zeit bombardiert. Ich muss jemanden stoppen. Guck mal. Gott segne dich und deine Familie. AW, aber du musst jetzt von draußen gucken. Und guck in den Spiegel und sag das nochmal. Tschüss. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Keine Beleidigung an alle Muslime. Bitte nicht beleidigen. Du weißt so, hat keinen Sinn. Guck mal, Ami, jetzt, nimm wir mal an, jetzt Palästina. Hast du jetzt, du bekommst ja alles damit. Hast du einen Palästinenser gehört, der gesagt hat, scheiß Israel oder ich ficke Israel oder sonst was? Gar nichts davon. Nichts. Was sagen die nur? Guck mal, jetzt hörst du bitte. Den ganzen Tag schreien die. Nein, Ami. Ey, Ami, bleib jetzt ehrlich. Wir reden die ganze Zeit nur über Mein Land, ich komme aus dem Iran. Der Iran hat einen Tag, wo die den ganzen Tag nur schreien, Al-Mautel Amerika, Al-Mautel Israel. Ja, aber Ami. Wovon redest du? Reden wir jetzt von Krieg oder reden wir jetzt von das hier, von Islam jetzt? Guck mal, jetzt, ich wollte dir das nur erklären. Hast du schon mal gesehen, dass Palästinenser, du siehst doch in den deutschen Straßen, wenn die sich versammeln. Ja, hast du das letzte Mal gesehen? Wo die auf einmal geschrieben haben, ich kann das Wort jetzt nicht aussprechen, aber ne, die haben übelst beleidigt. Das hier in Deutschland. Die schreien ja die ganze Zeit, Deutschland finanziert, Israel bombardiert. Was hat Bild gemacht? Wir haben geschrien angeblich. Nein, das meinte ich gar nicht. Schon vorher. Die ganze Zeit. Ja, aber guck mal, du weißt doch, dass die Juden im Islam kein Existenzrecht haben, weil Mohammed gesagt hat, in Sahih Bukhari 29:26, der Tag des jüngsten Gerichts kommt nicht eher, bis sie die Juden und der Stein, hinter welchem sich ein Jude versteckt, wird sprechen, oh Muslim, hinter mir versteckt sich ein Käfer, ein Jude. Komm und mach Nackentherapie bei ihm. Ja, schöne Aussage, ne? Warte ganz kurz jetzt. Was machen die Juden mit uns? Okay, Kannst du mal bitte darauf antworten? Findest du das in Ordnung? Mein lieber Kino, findest du das in Ordnung, dass deine Schriften zu Antisemitismus aufrufen und zum Nackentherapie Juden zu verpassen? Erstens, Antisemitismus passt überhaupt nicht bei uns. Wir sind selber Semiten, falls du weißt, ne? Wir Araber sind selber Semiten. Also passt das gar nicht. Du kannst nicht so ein Semiten sagen. Das sind antisemitische Aussagen, auch wenn ihr Semiten seid. Wenn ihr anfängt, da in euren Schriften die Juden zu demolieren und zu sagen, dass sie überhaupt nicht existieren dürfen, was ist das für eine Aussage? Was eigentlich existieren? Was reden? Nein, stimmt doch gar nicht. Mit existieren hat es nicht. Dein Prophet hat eine prophetische Aussage getätigt. Der hat gesagt, der Tag von Yaum al-Qiyamah kommt nicht mehr, bis ihr die Juden, du weißt schon,
Und der Stein, hinter welchem sich ein Jude versteckt, wird sprechen: Oh Muslim, komm, hinter mir versteckt sich ein Kerfel. Ein Jude, komm und mach Nackentherapie bei ihm. Wie findest du diese Aussage? Wenn es zum Heiligen Krieg kommt, dann ja. Wie, jetzt machen gerade die Zionisten. Hast du gerade gehört? Wenn es zu einem Heiligen Krieg kommt. Ja, das heißt, jeder Jude auf der Welt ist unsicher, wenn die Muslime die Mehrheit bilden. Merkt ihr das jetzt? Wir sind sowieso immer, wir sind doch schon die Mehrheit. Wir sind doch schon die Mehrheit. Ja gut, ihr seid da im Nahen Osten die Mehrheit. Aber ihr könnt nicht mit dem Volk Gottes einfach so spielen. Gott hat diese ganzen islamischen Völker zerbombt. Weißt du noch, als Israel seinen Staat gegründet hat? In 3 Tagen war der Krieg vorbei. Weißt du auch wieso? Weil Gott mit seinem Volk kämpft. Gott nennt in der Bibel sein Volk sein Augapfel. Und wer seinen Augapfel antastet, den wird Gott vernichten. Jetzt hast du genau, guck mal, wusstest du, guck mal, Jesus, ja, Jesus, okay, der wurde von den Lügner die ganze Zeit verfolgt, er wurde geschlagen, dies, das, und genau das passiert gerade mit dem Volk Palästina. Genau das. Was passiert mit dem Volk Palästina? Du weißt doch, dass der Koran in Sure 5, Vers 20 bis 22 sagt, dass Allah ihnen das Land gegeben hat. Sure 17, Vers 100 bis 103. Sagt Allah, ich habe den Juden, den Kindern Israel gegeben, Israel. Als Land, nicht den Palästinensern. Palästinenser sind ein Mischvolk. Deswegen interessiert die Hamas auch gar nicht, wenn die Zivilbevölkerung am Leiden ist, weil sie Israel vernichten wollen. Die Söhne Israels, nicht das Volk Israel, die Söhne Israels. Wer sind die Söhne Israels? Wer sind die Söhne Israels? Das Land, mein Lieber, das Land, wo die Juden schon vor 3000 Jahren waren, gehörte schon immer ihnen, weil Allah das selber sagt im Koran. Wie haben die Juden das Land erobert? Bitte? Wie? Das gehörte schon immer ihnen. Da haben die Juden schon immer gelebt. Es gab immer eine jüdische Präsenz dort. Nein, stimmt gar nicht. Damals haben vor 3000 Jahren. Das ist ein historischer Fakt. Warte doch, hör doch zu, bitte. Vor 3000 Jahren. Wenn du keine Ahnung hast, dann sei doch einfach still. Ich habe Ahnung. Aber lass mich doch ausreden. Du lässt mich nicht ausreden. Nein, du hast überhaupt keine Ahnung. Du findest das sogar okay, dass es okay ist. Also, du findest das okay, dass in deinen Schriften verzeichnet ist, dass man die Juden bekämpfen sollte. TikTok-Sport nicht. Genau das Gleiche steht auch im Christentum, auch in der Theodora. Genau das Gleiche. Ihr müsst uns auch bekämpfen. Auch in der Theodora. Nein, Tora habe ich gesagt. Lach jetzt nicht darüber. Guck mal, auch in der Bibel. Ja. Was heißt denn dort? Zerschmettert die Kinder, zerschmettert die Frauen. Ja, bitte. Dann bleiben wir mal ehrlich. Ja, natürlich. Ja, das sind ja damalige Befehle gewesen, die Gott seinen Propheten gegeben hat. Aber das kannst du doch nicht auf die heutige Zeit übertragen. Das ist ja Schwachsinn. Und das ist ja genauso, als würde ich zu dir sagen, in Sure 2, Vers 191 steht, du weißt schon, die Ungläubigen, wo immer ihr sie findet, dann würdest du sagen, ja, Amir, das war doch zu der damaligen Zeit und so, oder? Ey, guck mal, der Koran ist nie von der damaligen Zeit. Wir reden immer von jetzt. Was jetzt ist, ist jetzt, ist immer in der Gegenwart. Ist immer. Gegenwart und Zukunft. Also Sure 9, Vers 29 jetzt in der Gegenwart. Also Sure 9, Vers 29 in der Gegenwart. Die Gesetze vom Koran sind immer, die bleibt standfest. Wir ändern nichts, wir werden auch nichts ändern. Der Islam hat nichts zu tun haben mit Menschenrechten. Ja. Der Islam hat Gesetze, die so menschenverachtend sind, das ist unglaublich. Hey, wenn jetzt zum Beispiel die islamischen Gesetze auf der Welt kommen würden, ich schwöre, wir würden alle im Frieden leben, hundertprozentig. Wir werden nicht entschulden. Deswegen sind eure islamischen Länder immer nur am Brennen. Es ist nur Unruhe in den islamischen Ländern. Martin, deswegen habt ihr auch viel. Ja. Aber wieso ist die nur am Brennen? Weil der Quatsch, der verkauft wird. Selbst die Scharia kann die Menschen nicht erziehen. Das sehen wir doch anhand der klassischen Beispiele heutzutage. Jeden Tag Nackentherapie in Saudi-Arabien. Jeden Tag Wahnsinn im Iran. Jeden Tag Wahnsinn in Sudan. In Pakistan, in Afghanistan, in was weiß ich wo. Ey, du weißt selber, guck mal, die Familie Saud, ja, wenn du damit ankommst, Bruder, selbst wir Muslime erkennen die nicht mal als Muslime. Unabhängig von Familie Saud, da gibt es doch den Scharia-Staat. Sie handeln nach der Scharia und das, was Allah und sein Gesandter im Koran und in der Sunna mitgegeben haben. Warte. Ist bei uns Diskothek und Musik alles erlaubt? Nein, in Saudi-Arabien machen die gerade eine 4-monatige Disco. Ne? Hat das was mit Scharia zu tun? Niemals. Ja, dein Prophet hat doch auch kleine Mädchen auf Trommeln spielen lassen und hat das gefeiert.
Nein, er war verheiratet, Mashallah, Alhamdulillah, unser geliebter Prophet. Du hast doch gerade über Musik gesprochen. Dein Prophet hat Mädchen beim Trommeln zugehört, hat gesagt, super, das sind tolle Mädchen. Guck mal, jetzt nehmen wir mal an, jetzt nehmen wir jetzt ja in Palästina. Ich wollte jetzt eigentlich aus Palästina. Hörst du, hast du einen Palästinenser gehört, der irgendwas gesagt hat? Immer spricht er. Merkt ihr, als ich ihm gesagt habe, dass sein Prophet das gefeiert hat, dass die Musik machen, hat er gesagt, ja, jetzt kommen wir wieder zurück zu Palästina. Guck mal, die Palästinenser sagen die ganze Zeit. Ihr seid einfach so heftig, ey, bitte. Bitte, das ist so krass. Egal, guck mal, Amir, guck mal. Du weißt selber auch Paulus, ja? Paulus, an jetzt wechselt doch nicht schon wieder das Thema zu Paulus, Mann. Warte, wie war Paulus zu den Juden? Jetzt im Ernst, ich frag dich, war Paulus, hatte der Paulus... Der war doch selber ein Jude, ein Pharisäer. Einer der höchsten Pharisäer der Juden. Nein, was hat er geschrieben? Was hat er über die Juden geschrieben? Sei jetzt ehrlich. Sei jetzt ehrlich. Du kannst den gesamten Römerbrief lesen. Ja. Du kannst den gesamten Römerbrief lesen. Der Apostel Paulus war, bevor er sich zum Herrn bekehrt hat, ein Verfolger der Gemeinde. Als aber der Herr Jesus Christus ihn sich angenommen hat, ihn blind gemacht hat und von Saulus zu Paulus machte, hat er den Herrn Jesus Christus auf Schritt und Tritt gefolgt und ist mit seinem Glauben, mit seiner Überzeugung in den Tod gegangen. Ja, aber er hat auch selbst die Juden, er hat selbst die Juden als... Du weißt schon, Punkt, Punkt, Punkt bezeichnet. Er hat alles gegen die Juden geredet. Du weißt selber. Was ein Punkt? Was redest du da, Mann? Was redest du? Was erzählst du da, Mann? Also war er Freund der Juden. Du willst mir sagen, dass... Er ist doch, er ist doch selber ein Jude. Natürlich ist er ein Freund der Juden. Nein, 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 nein. Du weißt selber, was ich meine. Das ist genauso wie Paulus 13. Hä? Lies Paulus 13, Amir. Jetzt zeige ich es dir. Was erzählst du da, Mann? Hundertprozentig, Armin, du weißt es selber. Guck mal, ihr Christen, ihr habt doch selber die Juden, wie viele Jahre habt ihr die verfolgt, bis wir Muslime gekommen sind und die Juden vor euch gerettet haben? Ihr habt sie vor uns gerettet, dein Prophet hat die Medina ausgelöscht. Ihr habt die abgeschlachtet, Armin. Ihr habt doch 600 bis 900 Juden nach der Therapie verpasst. Die Schlacht um Banu Qurayza. Nein, wir haben die beschützt. Die beschützt, indem ihr die 25 Tage belagert habt, das nennt ihr beschützen? Komm bitte, lass mich in Ruhe mit der Hose. Bekloppt! Was für eine verquirlte Sichtweise, Mann! Das ist ja Wahnsinn! Die Verwirrtheit war schon wieder verwirrt. Der will mir Mohammed als das schönste Vorbild wieder verkaufen, merkt ihr? Wie so ein Versicherungsvertreter. Kino, Kino, ehrlich, du machst mich fertig. Da ist schon wieder warm hier drin, ey. Ganze Scheiben sind beschlagen. ja. Leute, was ist los? Seid ihr eingefroren? 3, 2, 1, jetzt alle zusammen, jetzt! Alles mal 7, ihr Lieben! Jetzt alles mal 7, ihr Hetzis! Jetzt! So, so ist gut, so ist heftig. Komm, immer weitermachen, Leute. Bis wir nach vorne kommen. Wir müssen da reinhämmern. Dankeschön. Alles mal 7. Omar ist hier. Omar Hanna. Oh, Amir, wie geht's dir, Bruder? Alles klar? Hallo, hey. Omar, wie geht's dir, Habib? Dankeschön, ganz gut, Mann. Alles gut bei dir und deiner Familie. Reza, wie geht's euch? Ja, natürlich. Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön, dich auch, Bruder. Hey, immer wenn du lachst, ich muss mitlachen, ne? Dein Lachen ist so, Alter, so ansteckend, geisteskrank. Aber was sagst du? Muss sein, ich muss mit dir. Wenn ich lache, müsst ihr auch mit mir lachen. Das muss sein. Immer lachen ist gut. Ich lach immer mit dir, ey, das ist Wahnsinn. Aber was hast du für Patienten bei dir manchmal drin, hör mal? Ja, das stimmt. Gott segne ihn und seine Familie. Sie versuchen auf ihre Art und Weise den Islam irgendwie zu rechtfertigen und zu verteidigen. Ja, sie haben es so beigebracht bekommen und dann kommen sie hier zu Dr. Sheikh Abu Amir und werden eines Besseren belehrt. Wir haben keine Ahnung.
Die meisten leider haben wirklich keine Ahnung. Teilzeit-Moslems. Ja. Wie siehst du den Konflikt denn zurzeit? Hast du das ja mitbekommen mit Israel und Palästina? Ja, ne? Du siehst ja, wie das auch hier sich zuspitzt, ne? Dass die Gemüter sehr, sehr angespannt sind und dass die, dass die Palästinenser bzw. auch die Muslime hier in Deutschland und Europa allgemein, ja. Jetzt habe ich eine Verstoßverwarnung bekommen. Oh, nee, welcher Idiot meldet denn hier ständig, Mann? Ja, Muslime, was denkst du denn? Oh, ey, komm doch mal rein. Ich gehe nochmal raus und komm nochmal rein. Bis gleich. Ciao, ciao. Bis gleich, ciao. Wow. Meine Frage ist. Bald deine Frage. Kein Problem. Nee, aufgeregt sein. Warum lachst du? Vor zwei Jahren kam ich nach Deutschland. Okay, kein Problem. Warum hat er mir nach? Kein Problem. Ich muss den Torin nach seiner Torheit antworten. Aber warum? Ich kann auch nicht so gut Deutsch. Ich komme aus 2 Jahren aus Spanien. Ich habe getauscht meine Gender. Keine Problem. Du musst mit mir abhängen. Komm bei mir. In Deutschland alles geht. Ich habe geswitcht. Deutschland, gute Land. viel Geld. Deutschland, gute Land. In Deutschland, ja. Ich glaube. Guten Morgen. Guten Morgen, Gott segne dich und deine Familie. Danke, dich auch. Danke. Geht's dir gut? Handel Jesus, wie geht's dir? Auch gut, ich guck immer deine Videos auf der Arbeit. Ich habe immer so 2 Stunden Schicht. Jeden Tag gucke ich so eine Folge von dir. Das ist ja cool. Das ist wie Netflix, hä? Was sagst du? Das ist wie Netflix, hä? Ja, es geht eigentlich. Bei dir ist es spannender. Weil da sind immer so komische Leute drin, die keine Ahnung haben, die einfach online kommen und mit dir reden. Ja, lass sie. Sie wollen auch ein bisschen reden. Ja? Ja, jeder hat das Recht zu reden. Das kannst du keinem erzählen. Habt ihr das gerade eben gesehen, ihr Lieben? Ich habe noch nicht mal ein schlimmes Wort gesagt. TikTok sperrt mich einfach. Habt ihr das gesehen? Ich habe nur normal mit ihm geredet. Sofort gesperrt. Seht ihr, wie kaputt das System hier bei TikTok ist? Ey, das ist so heftig. Habt ihr das Gespräch gerade eben gesehen? Habe ich irgendetwas Schlimmes gesagt oder so? Ich habe weder beleidigt noch irgendwas. Ich habe ganz normal mit ihm gesprochen. Guck mal, was TikTok macht. Habt ihr eine ekelhaftere Plattform wie diese hier gesehen? Widerwärtig, vom Allerfeinsten. Was ist das denn bitte für ein System hier? Ich habe schon Widerspruch eingelegt, normal, immer. Wie kaputt ist das System denn bitte? Habe ich irgendeine Beleidigung gesagt? Habe ich irgendwas Schlimmes gesagt? Der hat doch gesagt, diese ganzen Leute, die mit dir diskutieren, habe ich gesagt, ist doch gar kein Problem. Ob das jetzt ein Atomphysiker ist oder ein Sonderschüler. Sonderschüler ist auf einmal ein Grund, mich zu sperren, oder wie? Da merkt man, irgendjemand ist hinter dem System, ne? Das ist geisteskrank.
darfst ja noch nicht mal, ich darf ja noch nicht mal mehr A sagen. Am besten, ich bin nur live und halt meinen Mund und lass andere reden. Aber selbst wenn die anderen reden, werde ich ja auch gesperrt. So wie dieser eine, der mich beleidigt hat und mich haben die gesperrt. Krack. Das ist ein Ehrenhaus hier, Mann. Ja, kann sein, dass ja genau, TC, ja, kann sein, ich weiß es nicht. Kann sein, dass der ein Muslim ist, keine Ahnung. Ich weiß nicht, aber es gibt Leute, die bezahlen dann bestimmt Geld, damit sie meinen Account sperren, ne, weil ich sehr, sehr viele Muslime aufgeweckt habe. Ne, sehr viele. Sehr viele. Ja, ihr müsst diesen Livestream teilen und liken, ne, ihr Lieben. Alle, die hier drinnen sind, müsst den teilen und liken. Die ganze Zeit durchliken, durchteilen, ne, damit die anderen darauf aufmerksam werden. Es geht nicht anders, ihr Lieben. Es geht nicht anders. Geisteskrank, das ist echt geisteskrank. Ich habe nicht mal ein Wort gesagt. Nicht mal ein schlimmes Wort, gar nichts. Nix. Nichts, was schlimm sein könnte, nichts. Wie dreckig ist denn diese Plattform, bitte? Geisteskrank. Absolut geisteskrank. Absolut heftig. Ich kann das gar nicht glauben. Wie kann denn sowas sein? Hätte ich verstanden, wenn ich diese Wörter gesagt hätte, aber doch nicht bei gar nichts. Nichts. Ein normales Gespräch sofort weg. Hä?
Welcome back. Steht zu Ihren Diensten. Stillgestanden, Kameraden. Und Kameradinnen. Yo, Army, hi. Hi, mein lieber Gott, segne dich und deine Familie. Dankeschön, dich auch. Eine Frage, im Moment, ich bin noch kein Christ, aber ich habe Interesse, würde ich mal sagen, von mir aus. Ich habe ein Video gesehen. Du kennst dich bestimmt damit aus, es gab früher eine Bibel. Warte, ganz kurz, ich komme sofort wieder ein. Okay. Halt dein Punkt. So, mein Lieber. Hörst du mich? Ja, hi. Hörst du mich? Ja, ich höre dich gut. Und zwar, meine Frage ist, ich habe ein Video vor ein paar Tagen gesehen. Ja. Und da gab es da eine alte Bibel. Ich habe keine Ahnung, wie das ist. Gar keine Information darüber. Vielleicht weißt du was darüber. Und zwar gibt es ja in der Bibel einen Vers, wo Jesus sagt, der Herr und ich sind eins. Stimmt das? Der Vater und ich sind eins. Johannes 10, Vers 30. Der Vater und ich sind eins, genau. Ja. Aber in der alten Bibel soll das wohl nicht stehen. Also er meinte im Video, er ist auch ein Christ gewesen, glaube ich, hat er gesagt. Und er hat gemeint, dass die Bibel eine Korrektur hatte. Und dass das in der alten Bibel, die gefunden wird, gar nicht drinsteht. Weißt du was darüber? Oder ist das einfach nur eine falsche Information? Das ist falsche Information, die sie versuchen, ganz genau wie mit dem Barnabas-Evangelium, was eindeutig als Fälschung ist. Genau wie das Thomas-Evangelium, was nicht Thomas so geschrieben wird, aber einfach so Dinge behauptet werden, die in den Raum geworfen werden und von den Muslimen aufgesaugt werden oder von so Antichristen und das Ganze dann verbreitet wird. Einfach nur lächerlich. Ja, wie ist man denn auf der sicheren Seite? Welcher, ich sag mal, Gruppierung sollte man folgen? Oder wo? Du brauchst überhaupt gar keine Gruppierung zu folgen. Du hast den Urtext und den Urtext kannst du nachschauen, was dort wirklich verzeichnet ist. Du kannst auf Bibelhub.com kannst du draufschauen und dir den Urtext mal angucken. Wort für Wortstudie. Hammer, ne? Damit keiner auf die Idee kommt, dass man die Bibel so fälschen könnte. Wir reden hier von Gott, mein Lieber, oder? Ja, natürlich. Wir reden ja nicht über irgendeinen Menschen, der uns eine Cola-Dose gibt und sagt hier, bewahr mal meine Cola-Dose oder was. Oder ich komme später wieder und dann nehme ich sie, verstehst du? Ja, aber diese Bibel war ja älter. Also das wäre ja komisch, weil die Bibel, die wir heute lesen, ist ja übersetzt worden. Die ich jetzt auf Deutsch lese. Die ist ja nicht im Originalzustand so gekommen. Und die Bibel... Ja, man kann doch jede Sprache übersetzen, ist doch gar kein Problem. Ja, oder? Aber meine Befürchtung ist, dass er meinte im Video, und er hat die Bibel auch gezeigt, es war eine sehr alte Bibel, und dass dieser Vers dann nicht drin stande. Und jetzt habe ich nur die Befürchtung, wenn ich jetzt die Bibel auf Deutsch lese. Da muss man auf die Datierung schauen. Muss schauen, dass unsere Gelehrten, sozusagen die Gelehrten dieser Welt, die anerkannt sind, die christlichen Gelehrten, sowas überhaupt bestätigen. Hast du das überhaupt geprüft, bevor du sowas sagst? Wie heißt denn der größte Gelehrte im Christentum? Es gibt einige Gelehrte, die... Kannst du mir einen empfehlen? Bitte? Kannst du mir einen empfehlen? Du kannst zum Beispiel den Dr. Roger Libby fragen. Deine E-Mail-Adresse kannst du ihn fragen. Und er wird dir dann antworten. Er macht Videos ohne Ende und ist auf diese ganzen komischen Themen da eingegangen mit Bibeln, die vorher kamen und sowas. Alles Quatsch, alles Blödsinn. Wie wird der geschrieben? Wir haben die Datierung und wir können die ganzen Handschriften, die wir haben, aus dem Griechischen ins
Deutsch übersetzen und das ist natürlich ein Meisterwerk. Okay, danke, mein Lieber. Das war meine einzige Frage. Dann werde ich mich... Merk dir den Namen. Einfach nur Liebe. Den Namen Roger Liebe und schau dir seine Videos an zu diesen ganzen Themen. Da wirst du super informiert. Okay, mit das Beweisangaben, mit historischen Fakten und so, ne? Okay, mach ich. Vielen Dank. Okay, mein Lieber. Gott segne dich bei deiner Reise, mein Lieber. Du scheinst ein sehr intelligenter Mensch zu sein. Dankeschön. Du auch. Danke dir, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Ich bete für dich. Wir alle beten für dich. Dankeschön. Ich bete auch für dich. Dankeschön. Mach's gut. So. Wie will der denn für mich beten, wenn er ein Suchender ist? Ich habe mir das gerade gedacht. Ich so, der war doch auf der Suche oder was? Wie will er denn für mich beten, wenn er auf der Suche ist? Dr. John, kannst du das bestätigen? Aber egal, möge der Herr ihn zu sich ziehen, ihm auf seiner Reise da Kraft geben bei der Nachfolge, also beziehungsweise bei der Suche. Bro, Bruder. Komm doch mal rein, was meinst du? Du bist ein Suchender, aber du betest für mich. Wie? Oder bist du Muslim oder was? Ich glaube an Gott, aber wie gesagt, ich studiere Religion im Moment, wenn man das so nennen kann. Ah. Aber ich glaube an Gott auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass aber ich... Aber du hast ihn noch nicht gefunden, ne? Ja, ich bin mir nicht sicher. Es gibt so viele Religionen und es gibt Christentum, es gibt Judentum, es gibt den Islam. Und ich bin keiner, der jetzt einfach blind jemanden zuhört und dann sagt, ja, okay, der hat recht. So wurde ich nicht. Ja, deswegen, ich war auch nicht so jemand. Ich habe immer alles geprüft, ne? Weil die Muslime können ja vieles sagen, wenn der Tag lang ist, aber die Beweise sprechen gegen den Islam. Das Leben von Mohammed, der Koran, der Ursprung des Korans, wie der Koran kollektiert wurde, die ganzen Verse, die fehlen, wo man mit dem Koran gespielt hat, Sachen entnommen hat und alles Mögliche, das ist geisteskrank. Also in meinen Augen, die Muslime reden den Christentum schlecht, die meisten Christen reden den Islam schlecht. Ich stelle mich auf keine Seite, ich bin neutral, bis ich halt wirklich selbst alles gelesen habe und mich entscheide dann. Deswegen kann ich jetzt aber gar nicht sagen. Aber eins sage ich dir, als ich noch selbst ein Muslim war, habe ich bemerkt, dass meine eigenen Glaubensschwestern, meine Glaubensgeschwister in der Lage sind, über unsere eigenen Schriften zu lügen, sobald es für ihre Sache gut ist, verstehst du, um den Islam gut dastehen zu lassen. Die Christen gehen weitaus viel ehrlicher mit ihren Schriften um. Das nennt sich Textkritik. Das kannst du mal auch gucken, Textkritik. Sie gehen ganz offen damit um, aber die Muslime verschweigen vieles, was in der damaligen Zeit passiert ist. Verstehst du? Sie gehen ganz offen und ehrlich damit um. Das ist die Ehrlichkeit, die ich bei den Christen sehr geschätzt habe. Sehr, sehr geschätzt habe. Ja, ich habe halt Leute im Umfeld, die sind Muslime, ich habe Leute im Umfeld, die sind Christen. Im Internet vielleicht gibt es solche Leute, ja, aber in meinem Umfeld war eigentlich jeder offen über seine Religion bis jetzt, den ich kennengelernt habe. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ja, ich frage dich, was hältst du denn von einem Gott, der sich von einer Ziege oder einem Schaf fertig machen lässt und diese Ziege sein Wort frisst, also seine Koranverse frisst? Was hältst du von so einem Gott? Ich weiß gar nicht, um was es geht gerade. Was ist das denn? Ja, es gibt eine Überlieferung in den authentischen Schriften des Islams, die besagt, dass Aisha den Koran, das Papier, den Koran mit unter ihrem Kissen hatte. Und sie war beschäftigt mit dem Tod von Mohammed und ein zahmes Schaf kam herein und aß die Koranverse. Heftig. Weiß nicht, also kann passieren, da? Ja, wo war denn Allah, um sein Wort zu bewahren? Das ist eine Katastrophe. Der lässt sich von einer Ziege fertig machen. Also so, ich möchte nicht so schlecht über Gott reden. Also für mich, jeder hat denselben Gott. Also für mich Islam, Christentum, Judentum, alle haben denselben Gott. Bloß haben halt jede Religion andere Sprachen für Gott. Zum Beispiel für uns ist halt, für euch ist halt im Christentum Gott oder Jesus. Und für die ist halt der Name für Gott Allah halt. So. Also da habe ich mich schon ein bisschen informiert. Ja, aber gut, der Gott der Bibel hat sich als Ich bin, der ich bin geoffenbart. Yahweh. Der heißt nicht Allah. Ich frage mich halt nur, wie kommen Menschen auf sowas? Also auf ein Buch wie Koran, wie können die sowas erfinden? So, das frage ich mich halt. Ich denke, dass auch der Koran vom Gott kommt,
aber vielleicht auch verändert wurde. Das ist meine Befürchtung. Deswegen es ist halt sehr schwer, es ist sehr kompliziert. Okay, wir können ja direkt das Kriterium ausschließen, dass der Koran von Gott kommt. Welcher Gott, der allwissend ist, würde sagen, dass die Frauen Spermien haben, das sich zwischen den Rippen befindet? Ich weiß nicht, wo, keine Ahnung, ob das da drin steht. Ich habe noch nicht ganz gelesen. Ja, das steht da drin. Sure 86, Vers 6 bis 7. Tafsir ibn Kathir, er erklärt uns das und zitiert hohe Autoritäten wie Mujahid und die ganzen anderen Leute, die Sahaba, die mit Mohammed 1:1 rumliefen und das Ganze dann übermittelt haben. Wahnsinn, ne? Ja, muss ich mich noch informieren. Ja, der Allah sagt, dass die Frauen Spermien haben und dass die Männer Spermien haben, ist ja klar. Und wenn die beiden sich vermischen, so entsteht das Kind. Allah ist sich gar nicht bewusst, was er da sagt. Was hältst du von der Tora? Tora? Ja. Ja, die fünf Bücher Mose sind von Gott dem Mose gegeben, als Gesetz für Israel. Also Tora, also von deiner Meinung nach Tora ist 100% von Gott? Oder? Ja, natürlich. Oh ja, das okay. Ist das, was Gott Mose gegeben hat, als Offenbarung. Genesis, Exodus, Numeri, Leviticus, Deuteronomium. Sind die fünf Bücher Mose. Okay. Wie viele Bücher gibt es denn von Gott? So, wie viele Bücher gibt es denn im Christentum? Wie viele Bücher? Die Bibel beinhaltet 66 Bücher. 66? Ja. Und die hast du alle gelesen? Die habe ich gelesen, ja. Boah, krass. Okay, stark, danke schön. Also, wie gesagt, ja, ich hoffe, dass du dir auch Zeit nimmst für deine Ewigkeit, ne? Ich hoffe, dass du dir auch Zeit nimmst für deine Ewigkeit. Ja, also ich versuche, ein guter Mensch zu sein. Ich versuche, das also ich glaube an Gott. Das bringt doch nichts, wenn du ein guter Mensch bist. Mit guter Mensch kannst du nicht ins Himmelreich gehen. Ja, aber das sagt jeder über seine Religion. Und deswegen, ich bin neutral erstmal. So. Ja gut, der Islam sagt, du musst dir das Himmelreich verdienen anhand von Werke. Jesus Christus macht genau das Gegenteil und sagt, ich habe alles für dich gemacht, mein Lieber. Komme zu mir, der du mühselig und beladen bist. Und ich will dir Ruhe schenken. Brauchst du Ruhe? Brauchst du Vergebung? Brauchst du Gott in deinem Leben? Musst du in Richtung Jesus Christus dich bewegen. Ist der Koran Teufelswerk oder was ist der Koran? Absolut, absolutes Teufelswerk. Der Koran ruft auf in Sure 9, Vers 29, alle Menschen der Welt zu bekämpfen, Sure 9, Vers 5 und Sure 9, Vers 29, sie zu unterdrücken und von ihnen Jizya zu verlangen. Aber ist das machen das Problem gar nicht in meinem Umfeld. Auch die Christen machen das nicht. Also keiner, der religiös ist in meinem Umfeld, unterdrückt mich oder so. Also ja, jetzt noch nicht. Das machen sie jetzt noch nicht, weil sie nicht die Stärke erreicht haben. Aber sobald sie die Stärke erreicht haben, sagt Allah in Sure 47, Vers 35, ruft nicht zum Frieden auf, wo ihr doch die Oberhand haben werdet. Sie sollen nur dann zum Frieden aufrufen, wenn sie in der Unterzahl sind. Aber sobald sie die Mehrheit gebildet haben in einem Staat, müssen sie die Nicht-Muslime vor die Wahl stellen. Das ist das Prinzip, wie Mohammed auch gehandelt hat. Siehst du, wie gefährlich der Islam ist? Also ich finde, jeder sollte die Religion respektieren von dem anderen. Ja, man sollte auf jeden Fall kritisieren, das ist okay. Ich kann sowieso dazu nichts sagen, weil ich habe kein Wissen. Du hast wahrscheinlich viel mehr Wissen, deswegen, danke für deine Meinung. Ich muss mich halt noch selbst informieren darüber. Ich hoffe, dass du dich damit auseinandersetzt, für alles, was ich dir gerade gesagt habe. Geh auf die Suche. Du wirst mir hundertprozentig recht geben. Wenn du das nachschlägst, was ich dir alles gezeigt habe, dann wirst du sagen, der Islam ist das Gefährlichste, was es gibt. Ja. Die größte Lüge, und Mohammed war niemals ein Prophet. Ja, ich weiß, ich habe mich halt ein bisschen über Jesus mit Jesus befasst. Ich weiß, dass er im Koran auch erwähnt wird und er wird ja auch gar nicht so schlecht dargestellt. Also ich glaube, die Muslime sagen nur, er ist nicht Gott und die Christen sagen, er ist Gott. Die Juden sagen... Nicht die Christen sagen, er ist Gott. Jesus Christus sagt selber, er ist Gott. Nicht die Christen. Er selber sagt von sich, er ist Gott. Genau, das ist dieser eine Vers, wo Jesus sagt, der Vater und ich sind eins. Das meinst du, ne? Nein, nicht nur dieser Vers. Hast du die Bibel gerade zur Hand? Nein, habe ich nicht. Ich liege gerade gemütlich im Bett. Ja, schreib dir das auf. Offenbarung 21,7. Offenbarung 21,7, ja, das kann ich mir merken. Genau, Offenbarung 21,7. Da sagt der Jesus Christus selber, ich werde euer Gott sein und ihr werdet meine Kinder sein. Er heuchelt, sagt einer. Woran heuchelt denn?
Bitte? Da schreibt gerade einer im Chat, er heuchelt. Also, meint er mich oder dich? Nein, Leute, egal ob der jetzt rumheuchelt oder nicht, es geht darum, dass ich den Herrn erzähle. Was soll ich denn heucheln? So. Weil ich ja, sage, aber die beiden, du weißt ja nicht, was in der Vergangenheit hier abgegangen ist. Die kommen hier rein, schämen sich, dass sie Muslime sind. Und dann auf einmal findet man heraus, dass sie nach und nach eigentlich Muslime so, sind und so das Ganze ja. leugnen. Ach so, ja, nein, ich heuchle nicht. Wie gesagt, ich bin interessiert in jeder Religion. Ich bin hier nicht, um irgendeine Religion zu verteidigen. Ich mag deinen Humor. Darf ich fragen, was du kommst? Ich bin halb Türke, halb Deutsch. Okay. Aber meine Eltern sind auch keine Muslime. Okay. Ja. Wie gesagt, ich habe viele, also es ist auch sehr schwer in unserer Familie, vor allem von der türkischen Seite aus, wenn man sagt, man hat keine Religion. Da stimme ich dir schon zu, dass die Leute da ein bisschen allergisch sind. Ja, also nicht beleidigend. Es gibt natürlich ein paar Leute, die sind beleidigend, aber das sind meistens die jüngeren Leute. Aber eigentlich in meiner Familie habe ich nicht so sehr Probleme, nur man wird halt ein bisschen so komisch schief angesehen. Das stimmt schon. Aber das gibt's auch von der anderen Seite aus. In der Kirche habe ich das auch schon erlebt. Ja. Ja. Also es gibt gute Menschen in jeder Religion, es gibt schlechte Menschen in jeder Religion, würde ich sagen. Ja, aber hast du schon mal gesehen, dass es so unzählige christliche Terrororganisationen gibt? Ich habe nicht eine einzige gesehen. Warum gibt es im Islam auf einmal unzählige davon, die im Namen Allahs am Morden sind bis zum geht nicht mehr, ne? TikTok-sportlich. Naja, wenn man Israel anschaut, dann sieht man schon, dass die Christen und die Juden auch schlimme Werke machen können, so, ne? Also. Die Christen, die Juden? Also, wenn man Israel gerade anschaut, was die so machen. Also, ich würde nicht sagen, dass nur die Muslime die schlimmen Menschen sind. Das habe ich ja nicht gesagt, aber du siehst ja, dass zum Beispiel der Islam, die Hamas hat ja in ihrem Charter den Ausspruch von Mohammed in Sahih Bukhari 29:26, der Tag des jüngsten Gerichts kommt nicht eher, bis sie die Juden bekämpft. Und der Stein, hinter welchen sich ein Jude versteckt, wird sprechen, oh Muslim, hinter mir versteckt sich ein Jude. Komm und verpasse ihm Nackentherapie. Verstehst du, das ist einer der Charter im Hamas. Ich bin gegen Krieg komplett, also... Also bist du gegen den Islam und gegen Mohammed. Also lass den Islam beiseite, das ist nichts für dich. Ja, das werden wir sehen, ja. Wie gesagt, ich werde den Koran noch lesen. Ich lese gerade die Bibel. Ah, super. Ja, aber es ist halt sehr komisch, wenn ich Videos sehe, dass jemand sagt, es gibt alte Bibeln, wo ein paar Verse nicht drinstehen, die jetzt drinstehen. Und es gibt Korane, es gibt zwei Gruppierungen, glaube ich, beim Islam. Ich weiß nicht, wie die heißen. Und die einen sagen so, die anderen sagen so. Also jede Meinst Religion hat irgendwie seine Fehler. Sunniten und Schiiten? Genau, ja, Sunniten und Schia, genau. Und in dem Christentum gibt es ja die Katholiken und Protestanten. Ja, also wie gesagt, es gibt in jeder Religion gibt es irgendwie komische Gruppierungen, die was anderes sagen. Und die anderen sagen halt, nein, das stimmt nicht so. Es ist halt sehr verwirrend. Ja, okay, aber du musst ja dann hören, was der sogenannte Religionsführer dann gesagt hat. Ne? Das ist in dem Fall dann Jesus Christus. Obwohl wir keine Religion haben, aber ich meine rein von dieser Logik her. Ne? Wenn wir eine Religion hätten, dann müssen wir schauen, was der Religionsgründer sagt und nicht, was verschiedene Denominationen sagen. Ja. Ja, hast schon recht. Ja. Kann ich nichts dazu sagen. Ich hoffe und bete für dich, dass du eines Tages zum Herrn findest, weil du spielst gerade russisch Roulette, ne? Wenn du keine Entscheidung für den Herrn Jesus Christus getroffen hast, hier auf Erden, wirst du für alle Ewigkeiten verloren gehen. Ja, das sagt jede Religion. Das sagen die Muslime zu mir und du sagst das gerade zu mir. Ja, aber beim Islam haben wir es herausgefunden, dass der Islam absolut nicht von Gott ist, sondern von einem Mann in die Welt gesetzt wurde, der seine Gelüste versucht zu erfüllen durch diese Religion. No. Was hältst du denn zum Beispiel von einem Religionsgründer, der sagt, wenn meine Augen auf deine Frau fällt, dann musst du dich scheiden lassen, damit ich sie pumpen kann? Was ist das für ein Mensch für dich? Also in der heutigen Zeit wird das wahrscheinlich nicht mehr gehen. Ich weiß nicht, wie es früher war. Vielleicht war das früher. Allgemein, ich gründe eine neue Religion und ich bekomme Anweisungen von meinem Gott, dass mir über 20 Privilegien gegeben wurde, die nur mir gegeben wurde und die keinem anderen gegeben wurde. Und wenn ich dich auf der Straße sehe, wie du mit deiner geliebten Frau Hand in Hand rumläufst, mit der du Kinder hast, die du über alles liebst, und meine Augen auf deine Frau fällt, musst du dich scheiden lassen, auch wenn du nicht willst. Was hältst du von mir?
Das ist so schon sehr streng, ja. Was? Das ist sehr streng, auf jeden Fall. Es ist streng oder bin ich das allerletzte Schwein, was es auf der Erde gibt? Ja, ich will nicht beleidigen. Ja, aber du musst doch rein hypothetisch gesehen, musst du doch sagen, was in deinem Herzen abgeht, wenn ich komme und dir deine Frau wegnehme, deine geliebte Frau. Was ist das? Ja, es klingt schon sehr heftig. Das klingt natürlich krank. Ja. Und stell dir Wie mal vor, ich gesagt. bekomme noch die göttliche Legitimation dazu. Das ist nicht nur so, als würde ich meine ekelhaften Triebe ausleben. Nein, ich krieg sogar noch von Gott die Erlaubnis, das zu tun, dir das anzutun. Das musst du dir geben. Also ich kann nur so sagen, von meiner Vaterseite aus, also von seiner Familie aus, er ist ja der Türke und meine Mutter ist deutsch. Und ich war auch einmal in der Türkei und ich habe halt mit denen so ein bisschen, ja, ein paar Tage zusammen verbracht. Und bis jetzt wirklich jeder Christ und jeder Moslem, der religiös war, war bis jetzt gut zu mir. Darum, Ja. ich weiß nicht, was für Erfahrungen du gemacht hast. Ich schaue halt nur ab und zu deine Streams, sind lustig Ja, und. ich hätte ja fast zweimal mein Leben verloren wegen der Religion des Friedens. Ja, okay, krass. Ja. Du siehst also, dass es auf der einen Seite Muslime gibt, die überhaupt gar keine Ahnung von ihrer Religion haben und einfach ihr Leben leben, genau wie du. Und dann gibt es Muslime, die ihre Religion ernst nehmen und die Worte von Mohammed in die Tat umsetzen. Und das ist gefährlich, verstehst du? Das ist das Gefährliche. Wenn Muslime ihre Religion ernst nehmen und dann vergiftet werden von diesem muslimischen Geist. Was meinst du, wie viele Eltern Angst haben, dass sich die Muslime mit dem Islam so richtig beschäftigen? Weil es könnte ja sein, dass sie auf einmal mit den ganzen Texten des Krieges konfrontiert werden und die Aussagen Mohammeds verinnerlichen und auf einmal aus ihnen voll die wahnsinnigen Menschen wird. Verstehst du? Mohammed Ja. hat ja gesagt, ich würde niemals, wenn es eine Einheit gäbe, die im Namen Allahs kämpft, würde ich immer dran teilnehmen. Und ich würde es nie, ich würde es lieben, für Allah zu sterben und wieder aufzuerstehen, wieder zu sterben, kämpfen, aufzuerstehen, wieder zu kämpfen, sterben, auferstehen. Was meinst du, wenn ein Muslim sowas liest? Was wird aus dem? Ja. Frag dich das mal, das muss dich jeder Muslim fragen. Kommt halt auch drauf an, ne, in welchem Bezug das mit dem Kämpfen gemeint ist. So. Ja, er sagt ja, eine Kriegseinheit für die Leute, die gerade Krieg führen. Ich würde an jedem Dings teilnehmen, an jedem Feldzug. Ich glaube, Moses und Noah, ich weiß nicht, wie es bei Jesus ist, aber ich glaube, Moses und Noah haben ja auch Krieg geführt gegen die ungläubigen Ja, Gläubigen. aber die Aussage, dass der Mohammed das liebt, Krieg zu führen und zu sterben, Menschen zu erledigen, wieder auferstehen zum So, Leben, das wieder zu meinst du? kämpfen, sterben, auferstehen. Was ist das für eine Aussage, Mann? Hat Moses sowas gesagt? Hat Noah sowas gesagt? Hat Scheiße. Samuel sowas gesagt? Nein. Weiß ich nicht. Ich habe nur gehört, also so über die Propheten ein bisschen, dass die halt gegen die Ungläubigen gekämpft haben. Nein, der Herr hat ihnen natürlich verschiedene, wie sagt man, Befehle gegeben und sie mussten das auch ausführen. Aber diese Lust am Morden und am Kämpfen und sowas, das siehst du nur bei Mohammed. Warum sind denn so viele Milliarden Leute so vom Islam überzeugt? Das verstehe ich halt nicht so. Dann. Die sind alle gehirngewaschen, die haben alle gar keine Ahnung vom Islam. Die setzen sich doch nicht auseinander mit dem Islam. Aber doch Die nicht jeder breite ist Masse dumm, oder? weiß Da sind doch, ja dass auch das alle viele schlaue Schafe sind. Leute. Die breite Masse weiß doch, dass die keine Ahnung haben. Es ist doch immer die kleine Minderheit, die über die Mehrheit regiert. Immer schon so gewesen. Ich muss mal ganz kurz tanken, ja? Ja. Mach ruhig. Warum glauben mir so viele Leute, dass ich euch verarsche? Ich sprich Türkisch. Ja, frag mich was. Irgendwas auf Türkisch. Ben Türkçe konuşuyorum. So, reicht das? Aber mein Türkisch ist nicht perfekt oder so. Mein Deutsch ist auf jeden Fall besser als mein Türkisch. Ja, Ekmek ist gut.
Auf welcher Seite in der Bibel bist du? Nicht viel, nicht viel. Ich schaue mir auch mehr Videos an. Und wie gesagt, ich habe halt vor ein paar Tagen ein Video gesehen. Das war auch auf TikTok, wo der eine halt gesagt hat, dass in der alten Bibel manche Versen nicht vorhanden sind, die heute vorhanden sind. Deswegen bin ich auch hier und wollte die Frage eigentlich stellen. Aber ja, es wird ein längeres Gespräch draus. So. Was machst du eigentlich? Bist du LKW-Fahrer oder? Nee, ich bin Mossad-Agent und arbeite für den Staatsschutz. Ah, stark. Nein, Mann. Es sieht so aus, als würdest du LKW fahren. Ja, ich bin aber Flugzeug am Fliegen, deswegen Helikopter. Ach so, ach so, ach so. Pass auf, bau keinen Unfall. Gut gestellt, aber mir ist mit der beste Fahrer. Alles von TC gelernt. Nee, ernsthaft, von wirklich. Fährst du LKW? Was? Fährst du LKW? Nein, ich fahre kein LKW. Doch, doch, sag doch, komm, sei ehrlich. Der LKW ist das nicht, das Sprinter ist das. Sprinter, ach so. Also lieferst du Sachen aus, oder wie? Nein, ich bin Shisha-Bar-Besitzer und habe sehr viel Tabak gelernt. Danke, Gott segne dich schon. Okay, ich verstehe, du willst nicht sagen, was du machst. Ja, okay. Siehst du, Cosinus hat es gezeigt. Cosinus hat gesagt, ich bin gerade Air Force One am Fliegen. Der Cosinus. Cosinus hat Air Force One gesendet. Captain Dr. Shisha-Bar, steht zu Ihren Diensten. Setzen Sie sich hin, schneiden Sie sich an, wir fliegen jetzt los. Auf geht's. Newspilot. So. Also du siehst also, dass Mohammed überhaupt kein Vorbild ist für mich. Also ich lehne ihn als Vorbild, als Propheten alles ab. Und habe das schon damals erkannt, als ich mich auseinandergesetzt habe mit dem Islam. Ne? Was für ein Mensch das ist. Merkt ihr das, was ich dir gerade sage? Sure 64, Vers 17. Heißt es, wer Allah ein gutes Darlehen gibt, dem wird er auch das, wird er etwas Gutes im Himmelreich geben. Wenn du dir dazu den Tafsil durchliest von Al-Qurtubi oder von Ibn Kathir, dann siehst du, wie der auf einmal, der Mohammed, den Abu Darda so belabert hat. Und er hatte sehr viel Land. Da hat er gesagt, möchtest du Allah ein Darlehen geben, also dein Land verkaufen, damit du dir einen Platz im Himmel reservierst? Da hat er gesagt, ja klar, der hat dem Mohammed natürlich vertraut. Und da hat er seine ganze Länderei verkauft für einen Platz im Himmel. Stell dir mal vor, ich komme zu dir und sage, du hast eine richtig coole Villa mit fette, sagen wir schnell, mit so Feld und Pferde und alles mögliche und sage zu dir, hier, Bro, willst du einen Platz im Himmelreich? Dann sagst du mir, ja klar will ich einen Platz im Himmelreich. Dann sage ich zu dir, ja gib mir mal dein ganzes Haus, dein Vermögen und ich werde bei Gott für dich eine Fürsprache einlegen, damit du einen Platz im Himmelreich bekommst. Was würdest du von mir denken? Keine Ahnung. Du würdest sagen, ich wäre ein Betrüger, richtig? Weißt du nicht, keine Ahnung. Da weißt du auf einmal nicht, ne? Da wärst du bereit, auf einmal dein Hab und Gut zu geben, wenn jemand sagt, ich werde dir das Himmelreich schon dafür versprechen. Dir ist das Himmelreich versprochen. Ich möchte hier nicht schlecht über den Christentum oder über den Islam reden. Ich wollte eigentlich nur eine Frage stellen. Was hat das mit schlecht über den Islam zu tun? Es geht doch rein um dein Herz, was es in dem Moment fühlt und denkt. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, möchtest du einen Platz im Himmelreich haben? Und du sagst, ja klar möchte ich einen Platz im Himmelreich haben. Dann sagt er, ja, aber du musst mir dein gesamtes Haus, dein Hab und Gut geben und ich werde dir einen Platz im Himmelreich bei Gott für dich einlegen. Was würdest du von mir denken, wenn ich sowas sage? Wenn du ein Prophet wärst, würde ich dir glauben. So. Ach so, stell dir mal vor, ich würde so tun, als wäre ich ein Prophet. Ja, keine Ahnung. Also, es gab natürlich, ich glaube, es gab viele Leute, die sich als Propheten ausgegeben haben. Ja, das war und leider Mohammed so. Mohammed war einer davon, genau. Mohammed war einer davon. Ja. Kann sein, weiß ich nicht. Also, kann ja keiner wissen, so, ne? Kann sein, weiß ich nicht. Was ist das denn bitte? Du musst doch, mir kommt das so vor, als versuchst du den Islam zu verteidigen. Nein, ich sage ja her, ich möchte, also ich rede nicht ohne Wissen. Ich bin, ja, aber rein hypothetisch gesehen, ich habe doch nur eine hypothetische Geschichte erzählt. Wenn ich zu dir käme und dir gesagt hätte, ich gebe dir einen Platz im Himmel und dafür musst du mir aber dein gesamtes Hab und Gut, kennst du doch Enkeltrick-Betrüger? Ja, natürlich wäre das schon sus, würde ich mal sagen. So. Ja genau, diese Enkeltrick-Betrüger ist nichts anderes, das würde, was du vorhanden als heißt. Er würde kein Prophet machen, glaube ich. Sowas sagen.
Ja, aber du siehst, dass der Mohammed das gesagt hat. Er hat Abu Ardada das ganze Land weggenommen, einen seiner Sahabis, und hat ihn dafür das Himmelreich versprochen. So Ablassbrief. Kennst du, wie die katholische Kirche das damals getan hat? Gib uns dein Haus, dein Hab und dein Gut und du kriegst einen Platz im Himmel. Das ist Betrug, ist das. Ja, kann sein. Nicht kann sein, das ist so. Du brauchst dich nicht selbst zu belügen. Ich belüge mich nicht selbst. Ich habe den Koran nicht gelesen. So. Das hat doch nichts mit Koran zu lesen zu tun. Das hat etwas damit zu tun, dass dein Herz die Wahrheit sagen muss, wenn du so eine Geschichte liest. Also wenn die Geschichte wirklich so ist, wenn jemand sagen würde, gib mir dein Geld, gib mir dein Gold oder sonst was. Und dein Besitz, deine Reichtümer, gib mal her und du kriegst einen Platz im Himmel. Ja, das würdest du den Menschen vertrauen, wenn jemand zu dir kommt? Nein, nein, wenn die Worte wirklich so waren, dann nicht. Aha, siehst du, da würdest du schon sagen, hey, ich glaube, das ist ein Betrüger. Ist das und der wirklich will an so? Unser Geld im, ran, ne? Ist das wirklich im Koran so? Ja, Sure 64, Vers 17, Tafsir ibn Kathir oder auch Al-Qurtubi. Sie legen das dann aus und erklären die Geschichte. Okay, guck ich mal. Absolut Bruder, krank, ne? Sure was? Sure 64, Vers 17. Okay. Wie lange warst du eigentlich Muslim? Mein ganzes Leben lang. Nur irgendwann mal habe ich mich damit beschäftigt. So wie alle anderen Muslime auch. Sie lebten halt in dieser Jahiliya-Zeit, vor islamischer Unwissenheit. Und dann eines Tages, wo der Verstand dann einsetzt und man sich Gedanken macht um seine Ewigkeit, dann geht's natürlich los. Nein, nicht nur 74, Vers 17. Hört auf, Natalia, bitte sowas nicht hier reinschreiben. Musst du hören. Sure 64, Vers 17. Nicht falsche Sachen hier reinschreiben. Sure 64, Vers 17. Was hast du gerade gesagt? Was für eine Zeit? Ich habe das nicht verstanden. Jahiliya, das nennt man vorislamische Unwissenheit, Jahiliya. Ach so, okay. Ja, das kann man auch auf diese heutige Zeit übertragen. Ja. Also ich screenshot das mal, Moment. Ja, Sure 64, Vers 17. Okay. Ja, lese ich mal später. Im Moment liege ich gerade am Bett, so. Ja, was würdest du denn von einem Gott erhalten, der zum Beispiel von dir sagt, ich gebe dir das Himmelreich, aber du musst für mich töten und getötet werden. Was würdest du von so einem Gott denken? Du musst töten, um ins Himmel zu kommen? Ja. Ja, das wäre kein guter Gott für mich. Das wäre kein Gott für mich. Alles klar, dann ist der Islam für dich gar nichts. Sure 9, Vers 111. Krass, also es ist wirklich so gewalttätig. So. Ja, du kannst es ja selber lesen, Sure 9, Vers 111. Allah hat von den Gläubigen das Paradies erkauft, damit sie für Allahs Sache kämpfen und so sollen sie töten und getötet werden. Also das muss jeder Muslim machen. Um sicher ins Himmelreich zu kommen, genau. Alle anderen müssen zittern. Weil Allah in Sure 66, Vers 8 sagt, vielleicht werde ich ihnen ihre Sünden vergeben, vielleicht. Allah ist nicht sicher. Deswegen sagt jeder Muslim, Inshallah, ich weiß nicht, ob ich gerettet bin. Inshallah. Kannst du mit Inshallah leben? Ich weiß nicht. Bist du deinem Lebensende zittern? Selbst wenn du im hohen Alter bist, weißt du nicht, ob du errettet bist. Du musst die ganze Zeit zittern. Ist das lebendiger Glaube? Ist das Hoffnung? Ist das Liebe? Ist das die Liebe Gottes? Also wenn das wirklich so drinsteht, wie du sagst, dann, ja, dann ist das auf jeden Fall nicht meine Religion. Also, siehst du, also ist der Islam heute schon mal für dich Geschichte. Und jetzt hast du am Ende des Tunnels, des Weges, Licht. Der Herr Jesus Christus, denn er sagt in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nimmermehr in der Finsternis wandeln. Du befindest dich gerade noch in der Finsternis. Deswegen solltest du so schnell wie möglich aus der Finsternis raus und zum Licht, zum Herrn Jesus Christus. Weil er in Johannes 14, Vers 6 sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand hier auf Erden kommt zum Vater als nur durch mich. Er ist die Tür. Er ist das Brot des Lebens. Er ist die Quelle des Wassers des Lebens. Wer von dem trinkt, was Jesus Christus ihm gibt, dem wird nimmermehr dürsten. Das kannst du jeden Einzelnen fragen, der sich für Jesus Christus hier entschieden hat. Wie wundervoll der Herr Jesus Christus ist. Du brauchst dich weder für den Herrn Jesus Christus zu schämen, noch in Jesus Christus hast du natürlich das beste Vorbild aller Zeiten, den ewigen Gott gefunden und deine Seele in Sicherheit gebracht. Ist das nicht wundervoll? Ja. Hat Jesus mal Krieg geführt so? Oder hat er mal Menschen getötet? Nein. Noch nie. Eine einzige Seele. Krass. Der Jesus Christus sagte,
Wer zum Schwert greift, wird umkommen durch das Schwert. Pack das Schwert ein. Ja. Keine Ahnung. Also meine Eltern sind als komplett... Als die Begebenheit... Jesus Christus verhaften wollten, die Soldaten, die römischen Soldaten, hat der, einer der Jünger des Herrn Jesus Christus, hat er mit einem Schwert das Ohr des Söldners abgehoben, also abgeschnitten. Und der Herr Jesus Christus hat nicht zu dem Jünger gesagt, ja genau, mach die platt, befreit mich und so. Nein, der hat gesagt, lass ab davon. Wer zum Schwert umgreift, wird umkommen durch das Schwert. Du siehst also absolute Gewaltlosigkeit. Weißt du, was der Herr Jesus Christus getan hat mit den Leuten, die ihn gerade verhaften wollen und ihn umbringen? Der hat die Hand an dem Ohr des Söldners gehalten und hat sein Ohr geheilt. Guck mal, ich krieg Gänsehaut am ganzen Körper, wie wundervoll der Jesus Christus ist. Während Mohammed in Sure 80 einen blinden Mann wegschickt und sagt, was habe ich mit dir zu tun, geh mal weg, der ihn was fragen wollte über den Islam. Siehst du, wenn ein Blinder zum Herrn Jesus Christus kommt und ihm sein Augenlicht wiedergibt? Willst du meinen Herrn Jesus Christus mit Mohammed vergleichen? Das ist unglaublich. Das ist ein Unterschied zwischen Himmel und Hölle. Wem würdest du eher folgen? Demjenigen, der Menschen, dem Blinden, das Augenlicht zurückgibt, oder Menschen mit heißen Nägeln die Augen rausholt? Das hat der Prophet gemacht, der Mohammed. Das hat Mohammed gemacht. Mit Nägeln die Augen rausgeholt. Er hat heiße Nägel machen lassen und hat das in die Augen der Menschen gesteckt und rausgeholt. Fuck. Was? Wirklich? Ja. Ja, natürlich. Soll ich dir das zeigen? Ja, bitte. Also für mich sind das alles Propheten so. Es kann doch nicht sein, dass sie sowas machen. Ich habe auch gedacht, dass er sowas nicht machen kann. Aber er kann sowas machen. So darf ich nicht sagen, der Prophet Jesus, tut mir leid, sorry, falls ich damit jemanden verletzt habe. Sunan an-Nasai, Hadith 4024. Sunan an-Nasai, Hadith 4024. Das ist einer von vielen. Welche Sure im Koran? Nein, ein Hadith ist das. Ein authentischer Hadith. Hadith, ja, habe ich auch mal gehört. Ja. Ja. Aber das ist basierend auf der Sure 5, Vers 33. Ich weiß nicht, also gar keine Ahnung, wo man das nachschaut. Keine Ahnung, kein Wissen darüber. Ich schaue mir auch manchmal Videos an. Weiteren Hadith haben wir in Sahih al-Bukhari 6802. Mohammed hat von Menschen die Hände und Füße wechselseitig hier so und hat mit heißen Nägeln Augen so und hat sie in die Wüste geschmissen. Was ist das? Also diese Hadith eigentlich? Also ich habe das mal gehört, ich habe mal Videos von Abu Bara geschaut, der ist lustig. Ja, genau. Hadithe sind Aussprüche von Mohammed, die seine Sahaba da aufgeschrieben haben und die ihm zugeschrieben werden. Also Sahih Bukhari und Sahih Muslim werden so als das authentischste Werk neben dem Koran gesehen. Also wenn du dich entscheidest für den Islam und ein sunnitischer Muslim wirst, dann musst du das auch akzeptieren. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sondern an Nasai, Ibn Majah,
At-Tirmidhi und Sunan Abu Dawud. Ich muss gerade lachen, weil... Das sind die sechs kanonischen sunnitischen Bücher, anerkannten, authentischen Bücher. Weißt du, woher ich Abu Bakr kenne? Das war, glaube ich, von dir früher. Du hast mal, du hast mal so lustige Videos über ihn gemacht gehabt auf YouTube. Kannst du dich noch dran erinnern? Ja, da habe ich einige Male auf ihn reagiert, ne? Ja, ja, fand ich lustig. Ja, wie gesagt. Du siehst ich bin also, mein Lieber. Ich bin im Moment noch neutral. Also. Also, ja. Wie gesagt, das war eigentlich nur eine einzige Frage vorhin. Das mit der Bibel. Das war, glaube ich, auch ein Christ, der das Video gemacht hatte, aber ich habe seinen Namen leider nicht gespeichert. Ja, vielleicht finde ich es nochmal und dann kann ich nochmal genauere Infos dazu geben. Aber wie gesagt, ich habe gar kein Wissen. Du kannst mir jetzt Sachen erzählen und dies und das und es hört sich echt alles krass an. Aber meine Eltern haben mir nie was beigebracht über Religion. Ich bin gerade so erst so selbst dazu zu kommen, so mich darüber ein bisschen zu informieren. Ich weiß auch nicht, warum die Leute denken, dass ich alle lüge, so. Keine Ahnung. Ja, wegen der Vergangenheit habe ich doch gerade eben erklärt, dass Muslime hier reinkommen und einfach ihren Glauben verleugnen und sagen, dass die Atheisten wären oder Christen wären oder was auch immer und dann lügen sie. Und dann finde ich im Nachhinein durch das Gespräch heraus, dass das einfach nur Muslime sind. Ach so, okay. Ja, also wie gesagt, bei mir stimmt alles. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall bei der Erfindung nach der Wahrheit. Darf ich eigentlich nicht sagen, ich spreche für jemanden, wenn ich keine Religion habe? Du hast ja vorhin das kritisiert, dass ich gesagt habe, ich bete für dich, obwohl ich keine Religion habe. Darf man das nicht? Doch, aber das meine ich auch gar nicht mit Religion. Aber ich dachte, wer ist denn dieser Gott, zu dem du betest? Ach so, das meinst du. Okay. Ja. Ja. Also für mich ist Gott einfach, der uns erschaffen hat. Dass jeder gute Mensch und jeder schlechte Mensch zur Rechenschaft gezogen wird. Für mich ist das immer mit Gott. Ja, aber hat dieser Gott einen Namen oder hat er dich einfach hier auf die Erde gelassen und hat gesagt, ich bin einfach Gott? Oder wie? Warte, ich krieg einen Anruf. Ja. So, Dille. Okay. Ich habe gerade Anruf von Staatsschutz bekommen. Von Mossad, again. Von Mossad aus Israel. Die haben gesagt, Shalom, Amir. Shalom, Dr. Sheikh Abu Amir. Ich muss aber langsam raus, ich muss später arbeiten, ich habe Spätschicht. Okay, alles. Ich wünsche dir alles Gute. Möge der Jesus Christus dich segnen und sich nicht zu sich ziehen. Dankeschön, ich wünsche dir auch alles Gute. Einen schönen Tag, Bruder. Ciao. Ciao. Ciao.
So, ja, wieder Anruf gehabt, ja, ja. Ja, man weiß nicht, ob der jetzt Muslim ist oder nicht, aber der hat sich schon so ein bisschen angehört, als wäre er so doch eventuell auf der Suche, so ein bisschen unsicher, ne? Aber mir ist ein Schneefagent. Ja. Nein. Dr. Scherer, aber mir ist weder ein Agent noch irgendein Staatsschutzbeauftragter oder sowas. Dr. Scherer Abu Hamid ist einfach nur ein normaler Bürger, der sich einfach traut, ihr seinen Mund aufzumachen in der Öffentlichkeit und seine Meinung kundzutun. Und ist ihm egal, was für Konsequenzen auf ihn zukommen. So ist das. Da habt ihr, siehst du, Dr. John hat es bestätigt. Seht ihr? Ah, er ist Moslem, weil er Bart hat, genau. Alle, die Bart haben, sind Muslime. Alle. Alle. Alle, die 6 Meter Bärte haben, sind alles Muslime. Aber ist schon echt heftig, ne? Dass der Mohammed, ne, die Augen von so Menschen da rausholt, und das ist unglaublich. Was für ein Vorbild. Ne? Da wundert man sich, warum der Islamische Staat genau solche Gräueltaten dann vollzieht, ne? Vollübt. Ausübt, genau. Es gibt da so ein heftiges Video vom Islamischen Staat. Sie auf die grausamste Art und Weise die Menschen so am Foltern sind und sie erledigen. Ne? Da gab es eine Szene dann, wo die Muslime, also die Muslime des Islamischen Staates, ein Mann an Händen und Füßen so befestigt haben an Panzer, und die Panzer sind in entgegengesetzter Richtung gefahren. Was meinst du, woher haben diese Muslime des Islamischen Staates ihre Aktionen her? Waren sie das einfach nur, weil sie krank in der Birne sind, oder haben sie es doch von jemandem gelernt bekommen, der sowas Ähnliches getan hat? Was meint ihr? Gibt es jemanden bei den Muslimen, ihr Vorbild, der sowas Ähnliches getan hat? Das ist der Mohammed selber, der Mohammed, der Gründer des Islams. Er hat eine über 80 Jahre alte Frau um Kilfa, hat er an 2 Seilen binden lassen, an Kamelen, ja genau, an Pferde oder Kamele, da ist man sich unsicher, was es war. Und dann haben die alte Frau in 2 Hälften zerrissen. Die war die Stammesführerin eines Dorfes. Und sie hat dann die volle Härte des Islams zu spüren bekommen. Merkt euch den Namen, um Kirfa. Da steht in der ältesten Biografie von Mohammed die Geschichte, als er dieses Dorf überfallen hat. Und die Frau war Stammesführerin. Und daher kam dieser berühmte Satz, eine Nation, die von einer Frau geführt wird, wird niemals erfolgreich sein. Das war Mohammeds Aussage in Bezug auf diese Frau, Umm Kilfa. Eine 80-jährige alte Frau. Und zu unserem Erstaunen stellen wir wieder fest, dass Mohammed die schönste Frau, nämlich die Tochter von dieser Umm Kilfa, für sich wieder mitgenommen hat. Und diese Tochter von Umm Kilfa musste dann mit dem Mörder ihrer Familie dann. Da könnt ihr euch dann vorstellen, was das dann war. Ferge. Unglaublich. Und das soll der beste Mensch sein, der je gelebt hat. Der beste Mensch aller Zeiten.
Ist das der beste Mensch aller Zeiten? Beste Mensch aller Zeiten. Dr. John hat es bestätigt. Den kriegen wir nicht mehr weg, ne? Dieses Dr. John hat es bestätigt, ne? Das ist so krass. Einfach nur. Ich komme jetzt sofort wieder. Gott segne euch, ihr wundervoll. Lasst den Kleinen in Ruhe. Ihr kleinen Banausen, ihr.
schwierig, bester Freund, ja, ehrlich. Der ist wenigstens. Ja. Ich komme sofort wieder. So, was ist hier los? Warum werden denn die ganzen Kommentare immer ausgeblendet? Ich verstehe das nicht. Wer eine Bibel braucht oder will, auf meiner Seite ist der Link. Okay. Ja, einige Stichworte sind jetzt so eingestellt, dass die dann auch gesperrt werden. Das ist heftig. Komisch. I don't know. Löwe. Löwe, genau, der Löwe. Rar.
Wild Animals TV. Das wird ein Stichwort, ne? Raro, Löwe, und dann kommt Wild Animals TV. Ja. Möge Allah dich recht leiten, Bruder. Nein, ein Schienbein kann niemanden recht leiten, das weißt du. Was, dein Schienbein? Ein Schienbein kann niemanden recht leiten. Zwei rechte Hände kann niemanden recht leiten. Bruder, mein Gott ist kein Schienbein. Mein Gott ist der Herrscher der Welt. Der König, der Größte. Ja, wie kann ein Schienbein denn der Herrscher der Welt sein? Wer ist dein Schienbein? Erklär mal. Mein Schienbein? Ja. Mein Schienbein ist mein Schienbein, aber mein Gott ist Geist. Was, Geist oder Jesus? Ja, mein Gott ist Geist. Vater, ja, Sohn, Heiliger Geist. Du hast drei Götter, Digga. Du hast drei Götter. Nein, mach mal auf. Du hast 30 verschiedene Götter. Dein Gott wurde versklavt und gekreuzigt. Was ist das für ein Gott? Ja, mein Gott hat sich auch was angekündigt. Dein Gott wurde Gott? Von einer Ziege fertig gemacht. Was ist das? Was? Was redest du? Ist das nicht grausam, dass du zugeben musst, dass dein Gott von einer Ziege kaputt gemacht wurde? Oder ich bin Moslem. Ich bin Moslem, Alhamdulillah. Ich bin kein Buddhist oder ich weiß nicht, von welcher Religion du redest. Ich würde verstehen, wenn Armeen Allah fertig waren, aber eine Ziege. Hä? Was für Ziege? Ja, eine Ziege hat Allah kaputt gemacht. Erzähl mal dein unwissendes Wissen. Erzähl mal. Ja, sondern Ibn Majah, Hadith 1944. Der Hadith wurde als Hassan eingestuft. Okay, warte, Gegenfrage. Warum? Ja, warum erlaubt dein Gott Säuglinge zu töten? Warum erlaubt dein Gott Säuglinge zu töten? Was ist das für ein Gott? Warum erlaubt denn dein Gott Säuglinge zu nein, töten? Nein, nein, antworte erst mal. Was ist das für ein kranker Gott? Der hat das doch auch getan. Was ist das für ein kranker Gott? Hat dann Allah die Flut gebracht, damit die gesamte Menschheit ausgelöscht wird? Waren da drunter alte Frauen? Stimmt nicht. Weiter. Nächste Frage stimmt nicht. Unser Prophet hat früher mit den Juden und den Christen zusammengelebt. Das stimmt nicht. Allah hat also die Sintflut gebracht. Stimmt nicht. Habt ihr gesehen? Das sind Muslime. Atheisten. Komisch. Sie sind manchmal Atheisten. Komisch, dass mein Prophet früher mit Juden und Christen zusammengelebt hat. Merkt ihr das? Komisch. Wo ist Jesus? Wo ist Jesus? Warum deckt er den Teufel nicht auf, dem wir folgen? Komisch. Wo ist Jesus? Also laut deiner Religion in Sura 3, Vers 55 ist Jesus im Himmel. Ja, und deiner wurde verflucht angeblich am Kreuz. Ja. Nee, meiner wurde nicht verflucht. Meiner hat den Fluch auf sich genommen. Dein Gott heißt Allah und Allah im Hebräisch mit einem L bedeutet der Fluch. Guck mal, Digga, dein Gott wird verflucht. Dein Gott wird gekreuzigt. Was versuchst du hier gegen mich zu starten? Verstehst du das nicht? Dass okay, du nicht mit ich frage dich ganz normal. Sobald ich frage dich ganz normal. Ich halte nur den Spiegel davor. Ganz normal. Sobald du was sagst mit deiner Unwissenheit, halte ich nur den Spiegel davor. Ich frage dich. Gib mir eine Antwort, okay? Ich frage dich. Erlaubt dein Gott, Säuglinge und Frauen zu töten? Ja, warum erlaubt dein Gott Säuglinge und Frauen zu töten? Antworte doch erstmal. Antworte du, dann antworte ich. Antworte du, dann antworte ich. Allah hat es doch genauso getan. Raffst du das nicht? Erstmal antworte drauf. In der Bibel steht, Jesus hat erlaubt. Komisch. Wie Jesus hat erlaubt? Im Alten Testament steht doch sowas, oder nicht? Ja, das steht da. Du hast doch wahrscheinlich alle Bibel gelesen. Das ist Gott, der sein Urteil auf verschiedene Völker setzt. Wie gehst du damit um, dass Allah zum Beispiel also die Flut gebracht hat und darunter Babys waren? Ah, die Säuglinge konnten was dafür, für das Volk. Dass sie von Allah überflutet wurden. Ah, stimmt. Ah. Die Säuglinge konnten was dafür. Sehr gut. Als Allah die Flut gebracht hat, was waren denn da drunter? Oder such dir lieber einen Gott, der nicht gekreuzigt wurde. Such dir einen Gott, der nicht auf Toilette gegangen ist. Such dir einen Gott, der nicht krank wurde. Der nur am Reden ist. Der will nur reden. Merkt ihr das? Wie ein Atheist. Sie sind manchmal Atheisten, greifen auf einmal die Bibel an. Aber wenn man denen sagt, dass der Gott selber Frauen und Kinder umlegen hat lassen, dann sagen die auf einmal, nee, das stimmt nicht. Das ist nicht so. Das ist krank, sind die Leute. Ja, sie sind manchmal Atheisten, manchmal Muslime, vielleicht auch mal Buddhisten, also von allem etwas. Ja, nochmal für alle. Wenn Gott sein Urteil auf verschiedene Völker setzt oder spricht, dann müssen wir auch beachten, was haben diese Völker getan?
haben sie selber Kinder geopfert, haben sie selber schlimme Dinge getan. Hat Gott mit ihnen Geduld gehabt? Was ist denn der Kontext der Geschichte? Oder ist Gott einfach so jemand, der einfach irgendwas macht? Das ist Quatsch, das ist doch völliger Unsinn. Aber im Islam sehen wir auf einmal, dass der Gott des Islams einen kleinen unschuldigen Jungen umbringen lässt, wegen Vermutungen, Leute. Wegen Vermutungen. Sure 18, Vers 74. Bruder, danke, dass du mich nochmal hochgenommen hast. Ja. Hi, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Hi, Gott segne dich und deine Familie. Ich habe auch eine hitzige Diskussion eben gehabt mit so einem Moslem, mit so einer Sternchen oder wie die auch heißt da. Und ich weiß nicht, ob du die kennst. Die ist so geistig verwirrt. Die ist so geistig verwirrt. Arme Kind. Arme Seele. Die wollte die ganze Zeit ganz wissen. Ganz geistig verwirrt, diese Arme. Ja, ganz geistig verwirrt. Ja, ja. Und der Typ, der da drin war, lässt er mich vorlesen, 1. Samuel oder so, genau wie der vorhin. Wo 1. Samuel 15,3. Ich kenne das. Genau, 1. Samuel genau, Kapitel 15, genau. Vers 3. Genau, genau. Töte vom Rinde bis zum Schafe, vom Kleinkind bis zum Säugling, alles. Ja. So ist das. Wenn Gott sein Urteil spricht auf verschiedene Völker, dann müssen wir beachten, was ist dort geschehen, was ist passiert, sofort. Wir haben ja das Internet zur Verfügung. Wir können ja studieren, wir können ja herausfinden, ja, ja, was ist dort passiert. Ja, ja, genau. Aber die lesen es in einem komplett falschen Kontext, dass sie sagen, ja, Gott erlaubt, Kinder umzubringen. Das stimmt doch gar nicht. Ja, ja, aber der Allah hat doch auch erlaubt, Kinder umzubringen, ja, durch Mohammed. Ja, aber echt? Aber das wollen die nicht sehen, ja? Das lesen die nicht, also, ja? Du siehst also, dass die eigentlich Atheisten sind, die ihren eigenen Gott selbst hassen. Merkst du das? Ja, na klar. Was steht denn im Hadith bei denen drin? Der Einzige, von dem sie Angst haben, ist der Könige der Könige. Wer ist der Könige der Könige? Jesus Christus. Jesus Christus. Amen. So sieht's aus. Jesus Christus wird Gericht halten über Mohammed und die gesamte Menschheit. Und er wird sie dahin schmeißen, wo Mohammed und Allah hinkommen, in Offenbarung 20,10. Das Tier und der falsche Prophet, die sie verführt haben, werden gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit im Feuersee landen. Amen, amen. Die zittern vor diesem Namen, ja. Und Gott hat mir jetzt die Antwort. Jesus Christus. Gott hat mir die Antwort durch dich gegeben. Amen, Halleluja. Ich wollte die ganze Zeit schreiben, aber dann bin ich hier reinkommen, da war die Diskussion schon dieses Thema, ja. Ja. Ja, wenn die Muslime zu euch kommen und sagen, ja, der Gott der Bibel ist ungerecht, der tötet einfach Kinder, dann kannst du dem sagen, dein Gott selber hat die Sintflut gebracht. Waren darunter nur normale Menschen oder Menschen, die schlimme Dinge getan haben? Nein, darunter waren Frauen, Kinder, Säuglinge, alles. Was haben denn diese Säuglinge getan? Ja, ja, ja. Also, dann fang erstmal bei deinem Gott an, dann kannst du zu Gott der Bibel kommen. Aber ehrlich, aber wenn du das dann so sagst, dann sagen die, ja, beantworte mir doch erstmal deine Frage. Ja, beantworte du doch die Frage. Warum stellst du mir denn die Frage, wenn dein Gott dasselbe macht? So ist das, ganz genau, so ist das. Der Allah selber prüft doch die Geschichte und sagt, ja, ich hab die Sintflut gebracht. Ich habe Noah und seine Familie als einzige überleben lassen. Und in den Hadithen steht da 21a, da wo der Mohammed zum Morden aufruft, ne? Ja. Und was macht Jesus? Jesus sagt, leg das Schwert weg. Das ist der Unterschied zwischen Himmel und Hölle. So sieht's aus. Okay, mein Bruder, Gott segne dich. Gott segne dich, mein Lieber. Mach's gut. Willst du es nochmal versuchen, Wild Animal TV? Kannst du dich beruhigen und normal reden oder willst du einfach drauf losreden? Okay, Bruder, lass normal reden, komm. Ja, ich merke, du kannst einfach nicht normal reden. Du lässt ja auch niemanden ausreden. Nein, du beleidigst meinen Propheten, das ist das Problem. Aber du beleidigst doch selber deinen Propheten mit deinem Verhalten. Mach ich nicht. Ja doch. Nein, wo habe ich ihn beleidigt? Ja doch. Ja, du beleidigst ihn mit deinem Verhalten, indem du den Gott der Bibel angreifst, obwohl er sagt, ich glaube an den Gott, der die Tora herabgesandt hat und den, der es offenbart hat. Also was ist denn los mit dir? Ja, also an Gott, aber nicht an Jesus. Das war ja nicht Jesus. Aber Jesus ist doch Gott. Wer hat aus dem Dornbusch gesprochen? Für dich. Wo sagt Jesus einmal, ich bin Gott? Wo sagt Jesus einmal, ich bin Gott? Offenbarung 21,7. Ist gefälscht, wird korrektiert. Wir wissen, jeder hier weiß, guck mal, jeder Christ hier weiß. Ist gefälscht, wurde korrigiert, das war's, das ist die Antwort.
Ja, so, der Islam wurde verfälscht. Warum kam der Koran denn? Euch zufrieden zu geben, ist gefälscht. Warum, also alles ist gefälscht. Warum kam der Koran denn? Sobald es nicht mehr passt, ist alles gefälscht. Seht ihr das? Ja, aber warum kam der Koran denn? Der Koran kam, um Mohammeds Begierden zu stillen. Also ein Mann, der nicht lesen und schreiben konnte, konnte so ein Buch verfassen. Also, ja. Dann soll ich dir beweisen, dass er lesen und schreiben kann? Hä? Soll ich dir beweisen, dass er lesen und schreiben kann? Danach, aber nicht am Anfang, als der Koran als Jibril. Ich wollte die ganze Zeit lesen und schreiben. Nein, nein. Als Jibril a.s. zu ihm kam, ihn besuchte in der Höhle, konnte er nicht lesen und schreiben. Informier er konnte lesen und schreiben die ganze Zeit. Erzähl nicht so Blödsinn. Informier dich richtig. Ich bin am PC, Bruder. Ich habe sogar Google hat mehr Wissen als du. Sogar Google hat mehr Wissen als du. Der Koran sagt, dass er ein Analphabet war bis zum Ende. Und auf einmal sehen wir, dass die Hadithe dem widersprechen. Und er trotzdem lesen Koran und schreiben geht über Hadithe. Koran geht über Hadithe. Und welche Hadithe? Ich dachte, die Hadithe bestätigt den Koran. Ja, sag mir ein Hadith, der widerspricht. Bitte was? Aber sag mir ein Hadith, der dagegen widerspricht, aber bitte von Bukhari oder Muslim. Der widerspricht, was soll er widersprechen? Dass Mohammed kein Analphabet war am Anfang, der dagegen widerspricht. Beweis das mir. Du siehst, du kennst ja den Hadith von Bukhari, als der in seinem Sterbebett lag. Und danach konnte er lesen und schreiben. Damit ihr was schreibt. Du warst ja Muslim früher. Weißt du die Himmelsfahrt? Weißt du, was da passiert ist? Du warst ja früher Muslim, ne? Ja, er ist auf dem Rücken von Burak mit so einem fliegenden Einhorn in den siebten Himmel geflogen. Warum machst du dich darüber lustig? Machst du dich über Gott lustig? Hab ich gelacht? Gott kann alles machen. Hab ich gelacht? Jesus hat doch Blinde geheilt. Weil es gibt Wunder, ja? Propheten haben Wunder gemacht. Ja, warum hat denn dein Mohammed nicht Blinde geheilt? Hä? Jeder Prophet hat andere Wunder. Okay, was war das Wunder von deinem Propheten? Der Koran, die Himmelsfahrt, genug. Der Koran ist das Wunder? Ein Mensch, der nicht lesen und schreiben konnte, kann so ein Buch verfassen, willst du mir sagen? Also so ein lächerliches Buch? Sollen wir mal gucken, wie lächerlich das ist? Es ist nicht lächerlich. Nicht beleidigen. Okay, ein Gott. Nicht beleidigen. Nicht beleidigen. Gott, mein Lieber, ein Gott, der sagt, dass Frauen sterben, der Name ist nicht lächerlich? Bevor wir normal reden, nicht beleidigen. Das waren deine Worte, okay, normal reden. Ich sage dir, warum ich sage lächerlich. Du kannst kritisieren. Ich sage dir, warum ich sage lächerlich. Nein. Wenn du mich nur ausreden lässt. Ich will nicht zuhören, dann gehst du auf. Ich sage dir, warum ich sage lächerlich. Ich erkläre dir. Ich bin genau lächerlich, aber ich sag's nicht. Okay, dann lass mich dir erklären, dann kannst du erklären, warum lächerlich. Okay, dann sag, fang an. Okay. Dein Gott sagt in Sure 86, Vers 6 bis 7, dass die Frauen Spermien haben, das in ihren Rippen sitzt. Ist das wahr oder ist das lächerlich? Warum ist das lächerlich? Hast du studiert? Hast du nachgeschaut? Also du glaubst, dass Frauen Spermien haben? Hä? Du glaubst... Nochmal. Sag nicht nochmal. Du glaubst, dass Frauen Spermien haben? Sag mir mal die Koranverse, schau nach. Dann kann ich besser drauf antworten. Sure 86, Vers 6 bis 7, Tafsir ibn Kathir. Gib mir kurz Augenblick, ich bin am PC, schau nach. Also du sagst, also da steht, Frauen haben Spermien. Und das ja, der Tafsir erklärt das dann. Sure 86, Vers? 6 bis 7. Also für mich steht er gar nicht mit Frauen und nichts mit Spermien. Ich weiß nicht, welche Sure du meinst. Okay, lies uns mal vor. Lies uns mal vor. Sure 86. Da steht bei mir einfach nur, guck mal, das ist Vers 4. Vers 4. Es gibt keine Seele, über der nicht ein Hüter eingesetzt ist. So soll der Mensch doch hinsehen, worauf er erschaffen ist. Er ist aus sich ergießendem Wasser erschaffen, das zwischen der Lende und der weiblichen Brust hervorkommt. Wo steht da Spermien? Weiblichen Brust! Wo steht der Spermie? Erklär's mir! Welches ist denn das Wasser, was zum Leben erweckt? Das ist doch die Spermien! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ach, weißt du, woraus der Mensch erschaffen wurde? Weißt du, woraus der Mensch erschaffen wurde? Aus einem sprudelnden Wasser. Was ist dieses Wasser? Also Gott hat uns mit Spermien erschaffen. Das ist deine Logik. Lies mal, was ist dieses sprudelnde Wasser? Erklär mal. Antworte. Deine Logik ist, Gott hat uns mit Spermien erschaffen. Oh
Wie hat denn deine Mutter und dein Vater nicht bekommen? Haben die mit deiner Tochter gespielt? Einmal, dreimal, weil es so schön ist. Du bist so krank, ne? Du bist so krank. Bruder, du bist krank. Bruder, du bist krank. Wie kannst du sagen, dass Gott uns mit Spermien erschaffen hat? Also Jesus hat die Menschen mit Spermien erschaffen. In deinen Augen. Ist das ein Pfannetyp? Ist das ein Pfannetyp? Bruder, hör mir doch zu. Gott hat uns nicht mit Spermien erschaffen. Gott hat uns aus Erde geformt. Da kannst du nur lachen, ne? Da kannst du nur lachen. Ey, wie Pfanne bist du eigentlich, okay, Mann? Deine Frage, okay, ich habe jetzt geantwortet, jetzt kommt meine Frage. Warum erlaubt Jesus... Das war deine Antwort, ich lache über deine Antwort, das ist doch keine Antwort. Ja, die Frage war falsch von dir, da steht nichts mit Spermien. Okay, wenn ich also lüge, heißt das, dass ich ein Idiot bin und keine Ahnung vom Islam habe. Ja, ich kann ja nicht dafür, dass du einen IQ von 50 hast und das nicht verstehst. Okay, ich verstehe das nicht. Schlag mal den Tafsir von Ibn Kathir auf, mal gucken, was der dazu sagt. Mach ich, aber erst antworte auf meine Frage. Erstmal schlägst du das auf. Nein, hallo. Du hast erstmal gesagt, schlägst du das auf, damit wir alle lachen. Nein. Erstmal will ich lachen. Ich will auch lachen. Erstmal schlägst du auf, damit wir alle lachen über deinen Gott. Warum erlaubt Gott, Säuglinge zu töten? In deinen Augen. Okay, erstmal schlägst du das auf, danach gehen wir zu Säuglingen. Eins nach dem anderen. Wechsel nicht das Thema. Koran ist vor meinen Augen. Koran ist vor meinen Augen. Da steht nichts mit Spermien. Mein Lieber, öffne den Tafsir von Ibn Kathir. Schäm dich nicht, komm. Hab ich nicht, tut mir leid. Kann ich nicht. Aber hast Internet zum Tippen, ne? Ja, aber Internet, Tafsir, finde ich nicht. Gibt's nicht. Doch, ich sage dir, kein Problem, Dr. Sheikh Abu Amir hilft dir, kein Problem. Okay, hilf mir. Wir wollen alle über deinen Gott lachen, über diesen Gott, der sagt, dass Frauen Spermien haben. Im Koran steht nichts von Spermien, Bruder. Hast du gerade eben gehört, das sprudelnde Wasser, aus das der Mensch erschaffen wurde. Ja, was befindet sich denn zwischen den Lenden des Mannes? Bruder, du bist doch krank. Ein Gott hat doch die Menschen nicht mit Spermien erschaffen. Guck dir das mal an. Er sagt, ich bin krank, und er sagt zu seinem eigenen Propheten, dass er krank ist, weil er sagt das selber. Schreib dir das auf. Sunan an-Nasai, Hadith 200. Der Grad des Hadith ist 200, ist Sahih. Korrekt, authentisch. Dein Prophet hat gesagt, the messenger of Allah said, a man's water is thick and white, and a woman's water is thin and yellow, whichever of them comes first. Bruder, hör mal zu. Bruder, hör mal zu. Hör auf zu lachen, rede normal. Dein Prophet sagt, dass die Frauen Spermien haben, das dünn und gelb ist, und dass die Spermien des Mannes dick und weiß sind. Und welches auch immer zuerst kommt, dem wird das Kind ähneln. Nimm diese Aussage deines falschen Propheten, geh mal zu einem Biologen und erklär ihm das mal. Wenn Gott das gesagt hat, wenn das wirklich so im Tafsir stimmt, dann stimmt das. Ganz einfach, okay? Jetzt meine Frage. Seht ihr, auf einmal sagt er, ja, dann stimmt das. Weil er ja, dann stimmt das. Aber im Koran steht das nicht so. Aber wenn es im Tafsir so steht, okay, dann der stimmt's. Der Koran sagt es doch eindeutig und der Tafsir bestätigt mich doch. Okay, Bruder, jetzt meine Frage. Erstmal machst du den Tafsir für uns auf. Okay, ich will zum Christentum konvertieren. Okay? Jetzt grade, obwohl du das Internet hast, nicht den Tafsir aufzuschlagen. Ich will zum Christentum konvertieren, okay? Du lügst, jetzt frage ich mich. Zum Christentum. Jetzt frage ich mich. Ja, aber ich kann nicht. Guck mal, du schämst dich, die Frage zu beantworten. Du schämst dich auch. Dann haben wir ein Thema abgearbeitet oder du gehst raus. Ja, okay, ich gib's zu. Das stimmt. Jetzt meine Frage. Darf ich fragen? Was stimmt? Wenn Allah sagt, die Frau hat gelbe Spermien, dann stimmt das. Seht ihr, hab ich euch das gesagt, weil er selber den Tafsir kennt. Was für eine Heuchlerbande. Das ist der Gott des Islams. Eine einzige Katastrophe. Der sagt, dass Frauen Spermien haben, das dünn und gelb ist. Schaut euch diesen Blödsinn an. Im 21. Jahrhundert. Wer sich für den Islam entscheidet, der hat sein Gehirn in das Bein von Allah reingekracht. Das wollte ich nur hören. Habt ihr gesehen? Habt ihr das gesehen? Wie er auf einmal verzweifelt gesagt hat, ja okay, die Wissenschaft sagt, nein, die Frauen haben keine Spermien, das hier zwischen den Rippen von der Frau sitzt, und wer auch immer zuerst kommt, dem wird das Kind ähneln, weil das ist eine falsche Aussage. Mohammed hat ja bewiesen, dass er ein falscher Prophet ist.
Und deswegen sagen sie, wir glauben den Koran mehr als den Wissenschaftlern. Und das war's. Wer sich für den Islam entscheidet, der hat sich entschieden, bewusst in die Hölle zu fahren. So ist das. Eindeutig. Wenn Allah das sagt, habt ihr das gehört? Wenn Allah das sagt, Wild Animal. Ich bin gestorben. Danke, dass du uns eine Freude bereitet hast. Ich hätte dich drinnen gelassen, wenn du den Tafsir noch gelesen hättest. Ich hätte dich noch... Bist du bereit, den Tafsir noch zu lesen für uns? Wild Animal. Wild Animal, ich hol dich wieder rein, wenn du den Tafsir für uns liest. Ist das ein Angebot? Das sind also diese Wunder im Islam, ne? Guck mal, was dein Ali Dawa sagt mit 900.000 Abonnenten. Schau dir das an. Schau dir das an, was Ali Dawa sagt. The scientific, repeat it again, very carefully. The scientific miracles argument in the Quran is debunked. Aha. Die wissenschaftlichen Wunder, wo viele Hunderttausende von Nicht-Muslimen zum Islam konvertiert sind und sich haben täuschen lassen von dem Islam, sagt einer der größten apologetischen Kanäle der Muslime, sagt, alle wissenschaftlichen Wunder im Koran wurden widerlegt. Wurden widerlegt. Das war's. Muslime selber vernichten den Islam. Heftig. Was für eine Blamage. Und da haben wir diesen gehirngewaschenen Deutschen, der hier auf TikTok sein Unwesen treibt. Dieser deutsche Muslim, oder was, der so aussieht wie der Sohn von Capital Bra, der sagt, Mashallah, Leute, konvertiert zum Islam. Guck mal, was der Koran für wissenschaftliche Wunder hervorgebracht hat. Ein Betrüger, genau wie die anderen, die ihn betrogen haben und der in den Islam eingetaucht ist, aufgrund der wissenschaftlichen Wunder, die nicht existieren. Arme, arme Seelen. Arme, arme Seelen. Habt ihr euch täuschen lassen von dem Teufel? Habt ihr euch täuschen lassen von dem Teufel? Habt ihr euch täuschen lassen von dem Teufel? Hört nochmal, hä? Guck mal. The scientific argument, seven miracles of the Quran, is debunked. And we as Muslims, guess what? It doesn't bother us to believe. So we see the argument of seven miracles debunked. It is debunked. Guck mal, wie doof der Ali Dawa ist. Habt ihr einen Gehirnloseren wie den gesehen? Das heißt, wenn Allah Fehler gemacht hat bezüglich der wissenschaftlichen Wunder, dann kann man den Koran ja in die Mülltonne schmeißen. Weil Allah wollte ja prüfen, dass er Gott ist. Deswegen hat er ja diese wissenschaftlichen Wunder im Koran reingepackt. So dumm in der Birne. Sie haben ihr Gehirn in Allahs Bein reingetan. Mehr ist das nicht. Wer hat Angst vor Allah? Wer hat Angst vor dieser Religion? Sie können nur mit Gewalt die Leute zum Islam zwingen. Gewalt und Täuschung. Islam without lies dies. Islam ohne Lügen stirbt morgens tot. Gott sei Dank haben wir die Wahrheit herausgefunden. Das Internet ist eine Waffe gegen den Islam. Damals wäre das ja noch undenkbar gewesen. Du müsstest also die ganzen Bücher alle durchgehen, aber die übersetzen alles und stellen es ins Internet. So heftig ist das Ganze. Und jeder kann sich bedienen. Keiner hat eine Ausrede am Tag des jüngsten Gerichts. Keiner von euch. Ihr habt alle von Gott einen Verstand bekommen und ihr hättet ihn einsetzen können. Ihr werdet alle für eure Taten bezahlen. Für alles, was ihr getan habt. Dass ihr den Sohn Gottes verworfen habt, der stellvertretend für euch bezahlt hat. Wild Animals, willst du uns vorlesen den Tafsir? Dann kommst du hoch. Wild Animals. Ja, mach ich. Okay, alles klar. Da komm rein. Ich hab vor mir, beruhig dich, okay? Was? Ich hab den Tafsir vor mir, beruhig dich. Okay. Auf Deutsch, nicht auf Englisch.
Nein, so. Bitte, schlag mal bitte auf alim.org. Ich hab den vor mir. Ich lese jetzt vor, okay? Dieser Mensch ist von einer herausfließenden Flüssigkeit, die von dem Mann und der Frau herauskommt. Es sind Ergüsse, die durch den Geschlechtsverkehr zustande kommen. Und kaum... Stopp! Nein, warte, ich lese fertig. Man kann nicht mit dem Satz Gott machen. Man kann nicht mit dem Satz Gott machen. Hast du mich gerade an deinem Lügner bezittert? Hat sich gesagt, dass das nicht sperren wird? Ja, ich lese weiter. Du hast deinen eigenen eben Kassier beleidigt. Ich lese weiter. Habt ihr das gesehen, Leute? TikTok sportlich, ich lese weiter, okay, mein Freund? So. Hast du gesehen, wie ich dich auseinandergenommen habe? Du lässt dich mal einen Menschen ausreden. Deine eigenen Gelehrten und deinen Propheten. Du lässt dich mal einen Menschen ausreden. Wie peinlich bist du? Lass doch mal ausreden. Willst du mir sagen, dass ich gelogen habe? Guck mal, du liest einen Koranvers bis zur Mitte und sagst, du verstehst den? Lass mich doch ausreden. Habe ich gerade eben gelogen, als ich gesagt habe, das sind Spermien, wo du gesagt hast, Armin, du bist ja voll der Idiot, du bist voll dumm. Hallo, da steht nichts von Spermien, da stehen Flüssigkeiten. Da stehen Flüssigkeiten, nichts mit Spermien. Hast du mal mit einer Frau Geschlechtsverkehr gehabt? Raus. Der liest den Tafsir noch gerade vor und sagt mir, das sind nicht Spermien. Wie krank. Ich krieg gleich, mein Gehirn explodiert gleich. Er hat es gerade noch gelesen und sagt, nein, kein Spermien. Habt ihr was Bekloppteres als das gerade gehört? Ich kann nicht mehr, das steht mir bis hier oben. Versteht ihr jetzt, warum ich innerliche Wut bekomme auf den Islam, was der Islam mit den Köpfen der Muslime angestellt hat, wie unfähig sind meine ehemaligen Glaubensgeschwister, die Wahrheit zu erkennen. Traurig und wütend zugleich. Kennt ihr das? Trauer und Wut? Und dann, wenn ich hier bin und ihnen die Wahrheit sage, machen sie mich noch an und wollen mir noch Nackentherapie verpassen. Schaut euch das bitte an. Das kannst du keinem erzählen, was hier abgeht. Das kannst du keinem erzählen. Er liest es gerade für uns vor und sagt, nee, das ist nicht Sperma. Aus einem Akt zwischen Mann und Frau. Was passiert da? Spielen die miteinander auf einmal Poker in dem Akt? Wallahi, ich mach Diss-Track gegen euch. Wallahi. Wenn ihr mich noch einmal Salah Christ nennt. Wallahi, ich mach Diss-Track gegen euch. Wallahi. Ich mach Diss-Track gegen euch. Gegen alle. Aber ohne Beat. Ja. Mann, ist der Erwachsene. Diskutier doch mal normal, ohne Lachen und ohne Kicken. Ganz normal. Aber du hast es doch gerade gelesen und dann sagst du nein. Du hast mich nicht mal auslesen lassen. Ergüsse. Bruder, was sind für dich Ergüsse? Antworte mir, was sind für dich Ergüsse? Haben Frauen keine Ergüsse? Ja, frag nicht, was Ergüsse sind. Guck dir das mal an, ein erwachsener Mann. Also es gibt nur Spermien, die Ergüsse sind. Es gibt keine anderen Ergüsse. Das ist deine Aussage. Hey, komm, raus mit dir. Nein, ich kann das nicht mitschmecken. Wie kann man so ein... Soll denn anpissen oder was? Bist du krank in der Birne? Es geht um den Akt zwischen Mann und Frau. Gibt es noch andere Ergüsse, sagt er. Oh, Herr Jesus Christus, was ist hier bloß los? Was ist denn hier los? Red Bull!
Das kannst du keinem erzählen. Es gibt doch nicht nur einen Ergüss, es gibt mehrere Ergüsse. Pinkeln die sich an oder was? Wie kann man das ohne Lachen aushalten? Sag es mir. Wie kann man das ohne Lachen aushalten? Sauna aufgüsse. Ja, die sind in der Sauna und dann kommen Aufgüsse, Ergüsse. Aufgüsse und Ergüsse. Man nennt das doch nicht umsonst Samenerguss. Mein Lieber, du bist doch ein Erwachsener, Mann. Du hast doch zwei Gehirnzellen. Zwei Gehirnzellen reicht doch aus, um eine vernünftige Diskussion zu führen. Kannst du keinem erzählen? Was erzählst du da, Mann? Ja, der schämt sich gerade für sein Koran. Er muss mit ansehen, dass Allah Unsinn erzählt. Eindeutig Unsinn und das durch die Ausleger des Korans. Wie Ibn Kathir al-Qurtubi al-Tabari al-Jalalain. Und Mohammed sagt selber, hört euch das bitte an, Leute. What does it mean? Sure 86, 6 bis 7 erklärt ganz selbstsicher, der Mensch wurde aus einer herausschießenden Flüssigkeit erschaffen, die zwischen Lenden und Rippen herauskommt. Wie kommt der Koran wohl zu einer derart erstaunlichen Behauptung? Wie? Zuerst müssen wir uns wohl überlegen, was sich denn überhaupt zwischen Lenden und Rippen befindet. Dort sind die beiden Nieren gelagert. Der Koran meint also offensichtlich, dass die Samenflüssigkeit des Mannes in den Nieren gebildet werde. Schon die alten Griechen wussten, dass der Urin in den Nieren gebildet wird und nahmen fälschlicherweise an, dass die Samenflüssigkeit, die ja letztlich durch den gleichen... Der Galen, von dem Mohammed das kopiert hat zu den damaligen Zeiten, griechischer Philosoph und Arzt und alles. Der hat das ja in seinem Buch, in seinem Werk aufgeschrieben gehabt. Und das war ja weit verbreitet in der arabischen Welt. Mohammed hat einfach den wissenschaftlichen Stand kopiert, in seinen Koran aufgepackt und niemand hat ihn in Frage gestellt. Alle haben das akzeptiert, okay, alles gut. Aber im 21. Jahrhundert fliegt die ganze Sache ja total auf. Das ist das Problem, was wir haben. Ihr Muslime, ihr schwimmt den Großteil der Gefahr, Mann. Kanal aus dem Körper austritt, ebenfalls von dort stamme. Das ist aber ganz offensichtlich falsch. Der männliche Same stammt ja, wenn man erst viele herausgefunden hat, in den Hoden. Aus den Hoden. Oh, was Allah da sagt! 23, 12 bis 14 beschreibt die Entstehung eines Kindes im Mutterleib. Und wahrlich, wir erschufen den Menschen aus reinstem Ton. Dann setzten wir ihn als Samentropfen an eine sichere Stätte. Dann machten wir den Tropfen zu einem Blutklumpen und den Blutklumpen zu einer Leibesfrucht und formten die Leibesfrucht zu Knochen und bekleideten die Knochen mit Fleisch. Völliger Blödsinn, die Stadien, wie ein Mensch sich entwickelt. Völliger Quatsch, was der Koran da behauptet. Leider ist an dieser Beschreibung gar nichts wissenschaftlich. Als erstes ist kein Mensch aus einem Samentropfen entstanden. Ein Tropfen besteht aus Millionen von Samen, wovon die meisten absterben und nur eine einzige Zelle lebt. Der entscheidende Faktor ist dabei das weibliche Ei. Davon weiß der Koran offensichtlich gar nichts, obwohl... Der Allah sagt, dass die Frauen Spermien haben und dass der Mann Spermien hat. Wer auch immer zuerst kommt, das wird dann mit der Erlaubnis Allahs zu einem Kind. Entweder Mann oder Frau, entweder Mädchen oder Junge. Schaut euch diesen Müll an! Tafsir ibn Kathir. Das kann jeder von euch selber machen. Sure 86, Vers 6 bis 7. Tafsir ibn Kathir. Und nicht nur ibn Kathir. Also fast alle Ausleger des Korans sagen dasselbe.
Hier, die Überschrift. Die Art und Weise, wie der Mensch erschaffen wurde, ist ein Beweis dafür, dass Allah ihn zu sich zurückbringen wird. Pass mal auf. Er wird aus hervorsprudelndem Wasser erschaffen. Das heißt, die sexuelle Flüssigkeit, die aus dem Mann und der Frau hervorkommt. Seht ihr? Das sagt Allah, das meint Allah damit. Somit wurde das Kind von beiden mit der Erlaubnis Allahs gezeugt. Aus diesem Grund sagt Allah, ausgehend zwischen dem Rückgrat und den Rippen. Das bedeutet, das Rückgrat oder die Lenden des Mannes und die Rippen der Frau, was sich auf ihre Brust bezieht. Shabib bin Bishr berichtete von Ikrama, der von Ibn Abbas überlieferte, dass er sagte, ausgehend zwischen dem Rückgrat und der Rippen, das Rückgrat des Mannes und die Rippen der Frau. Es ist die Flüssigkeit, die ist gelb von feiner Textur. Das Kind wird nur aus beiden geboren. Das heißt, ihre sexuellen Flüssigkeiten. Keine Eibefruchtung. Allah ist das unwissendste Wesen, was gibt, Mann. Das ist eine Katastrophe. Das müssten wir eigentlich in jede Schule reintun. Damit die Muslime aufwachen und nicht aufhören zu morden wegen dieser Religion. Der Islam ist eine Katastrophe, Leute. Ihr fährt zur Hölle, wenn ihr mit dem Islam in den Tod geht. Willst du mir wieder Kopfschmerzen machen? Boah, du machst dir selbst Kopfschmerzen. Tut mir leid. Ja, wenn ich auf Ignoranz treffe, dann... Nein, du bist selbst ignorant. Das ist das Problem. Du kannst, ich bin ignorant? Du kannst, ja, du nimmst die Meinung von anderen nicht an. Das ist das Problem. Du denkst, weil die 200 Christen, die dir zuschauen, ein paar Smileys posten, wenn du irgendwas sagst, denkst du hast recht. Das ist dein Problem. Du bist kaputt im Kopf. Hör doch mal zu. Wie entsteht ein Baby? Wie entsteht ein Kind? Schüttel nicht den Kopf, antworte. Okay, Themawechsel. Ich will dir keine Kopfschmerzen machen. Du bist zu dumm, um das zu verstehen. Ich habe eine Frage über den Bibel. Warum? Habt ihr das gehört? Ich bin so dumm, das zu verstehen, obwohl ich gerade seinen Propheten vorgelesen habe. Warum erlaubt, das heißt, erlaubt Jesus, Babys zu töten? Das verstehe ich nicht. Siehst du? Jetzt weicht er wieder aus und mit Babys Dr. Amir. Dr. Amir, ich verstehe das nicht. Warum erlaubt Jesus, Babys zu töten? Wenn er doch Gott ist. Welcher Gott würde sowas machen? Du kannst dich einmal richtig antworten. Da steht in der Bibel drin. Das ist kein Hobbys. Mein lieber Animal. Du hast doch gerade zu mir gesagt, was ist das für ein Gott, der sowas macht, richtig? Also, du gibst gerade zu, dass dein Gott das erlaubt hat. Dass Jesus das erlaubt hat. Gibst du das zu? Armer. Das ist heftig, ehrlich. Warum kann ich denn nichts fixieren? Was ist das? Diesen Kommentar fixieren, freischalten. Achso, ich muss das alles erstmal einstellen. Ja, weil ich das erste Mal live gegangen bin, muss ich das alles in den Kommentaren, in den Links freischalten. Komisch. Was ist das denn? Kommentare fixieren. Ja.
hat Allah Alkohol zuerst erlaubt und dann verboten. Gott weiß ja, dass es schlecht ist. Ganz genau so sieht es aus. Ja, Allah ist ja ein unfähiges Wesen, das die Zukunft ja nicht kennt. Das ist ja das Problem. Und deswegen sehen wir auch immer, dass der Biervogel da immer das Argument nimmt, weiß Gott alles? Ja. Warum wusste er den Tag des jüngsten Gerichts nicht? Also wenn er das nicht wusste, dann ist er ja nicht Gott. Ja, ganz genau können wir das auch bei Allah anwenden. Warum wusste denn Allah nicht, dass er das Werk des Teufels erlaubt? Wusste Allah das nicht, dass das Alkohol das Werk des Teufels ist? Und somit ist nach seiner Logik der Islam widerlegt. Ganz einfach. Richtig? Oder habe ich Unrecht? Wir wissen ja, dass der Allah sagt in Sure 16, Vers 67, und von den Früchten der Dattelpalmen könnt ihr euch Rauschtrank zubereiten. Köstlich für die Trinkenden köstlich für die Trinkenden. Und auf einmal sehen wir, dass der Biervogel dieses Argument übernimmt und dann sagt, dass Gott ja alles weiß. Warum wusste dann, wenn Jesus Gott ist, warum wusste er denn den Tag des Jüngsten richtig? Ja, warum wusste denn der Allah nicht, warum er das Werk des Teufels erlaubt? In Sure 5, Vers 90 sagt er dann, Alkohol, Glücksfeile, Losfeile, Glücksspiel sind das Werk des Satans. Ja, wunderbar, Allah, dass du das Werk des Satans erlaubt hast. Bist du Satan oder kanntest du die Zukunft nicht? Haben die Menschen gesehen, dass Mohammed den Mond gespalten hat? Amir, ja, zu der Zeit damals waren alle am Schlafen. Die konnten das leider nicht aufschreiben. So ein historisches Ereignis. Konnten die leider nicht aufschreiben, weil die meisten so am Pennen waren. So wie Butchi. Die waren alle am Pennen. They were asleep at night. Ganz genau wie dieser Farid Response erzählt. Wo die ihn gefragt haben, ja Farid, was ist denn, was hat das denn auf sich mit der Mondspaltung? Warum hat das denn niemand in der Geschichte der Antike denn dokumentiert, so ein Ereignis, dass der Mond gespalten wurde? Ja, wir haben keine Dokumente darüber, weil die meisten Leute zu der Zeit am Schlafen waren. Schau dir diese Antwort von diesem kaputten Apologeten an. Die meisten Leute waren am Pennen. Das war's. Ganz genau. Halluzinationen. Er hat sich vorgestellt, den Mond zu spalten. Dabei hat er einfach nur mit einem Messer den Apfel geschält. In zwei Hälften. Das war's. Er hat den Apfel geteilt und dachte, der Apfel wäre der Mond. Weil er in Illusion gelebt hat. Der hat vergessen, seine 7 Dutch-Warte zu setzen. Ja, genau. Das ist heftig, ne, ihr Lieben? Servus. Gott segne dich. Gott segne euch alle, ihr Lieben. Den Juden hat er hier im Kopf geschwört. Ja, genau, so sieht's aus. Und Kamelpipi hat er immer empfohlen, ne? Also... Aber da hat der Olli recht gehabt, ne? Das mit dem Alkohol ist natürlich ein sehr, sehr gutes und vernichtendes Argument gegen den Islam. Ne? Dass der Allah die Zukunft nicht kannte und einfach so das Werk vom Teufel erlaubt und später sagt, dass Alkohol das Werk des Teufels ist. Ja, Allah, bist du denn Satan oder was? Was erlaubst du denn das Werk des Teufels? Warst du denn nicht im Klaren, was du da sagst? Ah, mir braucht auch einen Manager, dann wird er nicht mehr gesperrt. Ja, kann sein, dass das hier so abläuft. Es kann sein, dass man das so mit so, weiß ich nicht, so Content Creator, keine Ahnung, mit Manager und so das Ganze dann aufhält, ne, dass meine Accounts gesperrt werden. Hängt?
Für die, die den Stream noch nicht geteilt haben, Leute, ihr müsst den Stream teilen, damit die Geschwister und die anderen auch aufmerksam werden. Das ist eine kulturelle Praktik aus Afghanistan. Aus Afghanistan. Also mir fällt sogar jetzt auf Anhieb keiner ein. Ja, aber ich sage deswegen extra kaum einen, der seine Jugendzeit verbracht hat wie ein Gigolo, jede Woche eine andere Frau hatte, jede gedacht hat, dass der ist cool, der danach eine glückliche Ehe führt. In den meisten Fällen ist das Herz kaputt. Entweder ist total misstrauisch. Ich gehe. Mein Video wurde entfernt wegen Waffen. Das kann doch nicht wahr sein. Löschen. Jetzt fangen die auf einmal an, meine Videos zu löschen, die ganze Zeit. Das ist krank. Ja, die wollen dich klein halten. Ja, das ist das, ne? Unglaublich. Ami, der Bruder heißt Vasil ABT mit 17.000 Abos. Ja, okay. Sehr gut. Ich werde ihm gleich mal schreiben. Habe ich Widerspruch, habe ich eingelegt. Ich muss gleich mal die Einstellung hier mal durchgehen mit Leute reinholen und so. Ihr könnt gar keine Anfrage schicken, ne? Schick mal bitte einer eine Anfrage. Das klappt nicht, ne? Ami muss heute solo ran, ohne seine Headstreet Boys. Alexa antwortet, hat ein sehr, sehr schönes Foto erstellt von den Headstreet Boys. Von Pavlos, Danny, mir und meinem Bruder. Headstreet Boys. Thank you.
Albumcover, genau. Alexa, ja. Alexa, kannst du denn Kommentare fixieren? Alexa, kannst du Kommentare fixieren? Aus wie Bruno Mars mit dem Frisur. Ja, genau, wie Bruno. Dr. Sheikh Bruno Abu Amir. Nein, du musst es freigeben in die Modi-Einstellung. Okay, hab ich doch. Ich hab doch in den Modi-Einstellung gemacht. Angezeigt, dass ich markieren kann. Okay. Wir müssen den Stream jetzt die ganze Zeit weiter liken, damit die Leute aufmerksam werden, dass das auch mein Account ist. Ne? Weil wenn du live gehst, dann wissen die, okay, das ist der Account von Armin. Ne? Die Head Street Family, genau. We are family. I got all my headsies with me. We are family. I got all my headsies with me. Das ist auch einer meiner Songs aus meiner Playlist. We are family. I got all my headsies with me. Hi, wenn du einen Account brauchst, dann kann ich dir gerne abgeben. Ja, danke schön. Es gab mal jemanden, der bei mir reingekommen ist, der 3 Accounts hatte. Einer hatte 1,6 Millionen Abonnenten. Der meinte, wenn du mal einen Account brauchst, dann gebe ich dir einen mit 500.000. Mit 500.000 Abonnenten. Ich musste herausfinden, wie der hieß. Wie hieß der denn nochmal? Weiß das einer von euch? Wer war denn dieser Typ nochmal, mit dem ich geredet habe? Der meinte ganz locker so, meinte, ich habe 3 Accounts. Ich gebe dir den mit 500.000, kriegst du mit 500.000. Was meinst du, was das für ein, was für ein Wahnsinn? Damals hatte mir eine Schwester hatte mich angeschrieben gehabt, hat die gesagt, brauchst du einen Account? Habe ich gesagt, ja, meinte, ich habe einen mit 43.000 Abonnenten. Hat die mir einen Account geschenkt mit 43.000 Abonnenten, wo ich das erste Mal hier auf TikTok kam. Hat der Herr mir das direkt gegeben durch die Schwester. Und somit wurden dann die ganzen Leute auf mich aufmerksam. Und die kamen ja alle dann bei mir rein. Weil die dachten so, oh, heftig, 43.000 Abonnenten. Und so habe ich fast 80.000 selber nochmal 40.000 erreicht. Also hatte ich 80.000 fast. Und dann wurde der gelöschte Account. Wahnsinn, ne? Traurig. Verstoßverwarnung. Jetzt geht's auch noch schon los. Leute, ich habe Verstoßverwarnung. Die Muslime sind drauf aufmerksam geworden. Guck mal. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Ja, Leute, das ist das, ne? Die sind zu krass. Ich gehe mal raus und komme jetzt gleich wieder rein, ja, bis gleich. Teilt meinen neuen Account mit allen Geschwistern, mit allen Leuten. Ich wäre euch sehr verbunden. Möge der Jesus Christus euch segnen, behüten und beschützen. Bis gleich. Bis gleich, ihr Lieben. Live mit mehreren Gästen freischalten. Schließe das Wachstumsprogramm für Live-Creator einen ab.
schalte die Live-Funktion frei. Was ist das? Ja, ich weiß, dass ihr drinne seid. Ich will aber, dass die Leute auch reinkommen können. Schickt mal einfach so eine Anfrage, ihr Lieben. Ich nehme das nicht an. Guck mal, ob das klappt oder nicht. Ich habe schon 7 Mitgliedschaften bei 3 Accounts. Das ist krass, ey. Bald habe ich 20 Accounts hier auf TikTok, ehrlich. Das ist Wahnsinn, ehrlich. Geht nicht, siehst du? Du hast meine Augen geöffnet. Gott segne dich, mein Lieber. Ich danke dem Herrn Jesus Christus, dass er mich benutzt hat, um deine Augen zu öffnen, Amen. Hängt komplett. Kann keine Anfrage schicken. Wie macht man das denn? Wo muss man das denn einstellen? Ich raff hier gar nichts mehr. Was ist das? Wie macht man das denn? Welchen Job würdest du niemals machen wollen? Was ist das für ein Blödsinn? Einstellungen. Kommentareinstellungen. Ich weiß nicht, kennt das eine? Kann das eine von euch, weiß man, wo man das hier ändern kann? Unter Einstellen oder was ist das? Hä? Denke, du musst etwas länger live sein. Nee, hier steht doch. Hier, Cut Night Joe. Cut Night Joe, Cut Night Joe. Warte, hier steht, wenn ich jemanden reinholen will, schließe das Wachstumsprogramm für Live Creator ab, um diese Funktion freizuschalten. Was ist denn dieses Wachstum? Ist das dieses Wachturm oder was? Wachturmgesellschaft? Wachstumsprogramm? Oh, mir mein Lieblingshetzer. Was ist das? Wachturmgesellschaft. Hallo? I do not understand. Hello, can you help me, please? Gehe 30 Minuten live. 30 von 30. Ach so, Stufe 2. Schalte 9 weitere Live-Funktionen frei. Ich brauche also Geschenke oder was ist das hier? Hä? Ich raff hier gar nichts. Dankeschön, danke ihr Lieben. Ich habe keine Ahnung, ey. Hier steht, wenn ich hier drauf drücke, live mit mehreren Gästen freischalten, Fragezeichen, schließe das Wachstumsprogramm für Live-Creator ab, um diese Funktion freizuschalten. Dann drücke ich auf Details anzeigen. Dann steht hier Stufe 1, gehe 30 Minuten live, 30 von 30, was ist das? Stufe 2, gehe 120 Minuten live, 0 von 120, gehe an 3 unterschiedlichen Tagen live, schalte 9 weitere Live-Funktionen frei. Ach so, ich brauche also viele, viele Geschenke oder was ist das? Ich habe keine Ahnung. Drei Tage musst du live sein. Also, Cut Night Joe, Cut Night Joe. Den muss ich immer bringen, egal was ist. Danke. Roses, Ice Cream, only for you. Dr. Sheikh Amami von seinem Breaking News. King News. Was hältst du von Sheikh Schweinfurt, ja? Cut Night Joe, Cut Night Joe. Das halte ich von dem. Da ist ja Rednecks ja viel, viel seriöser als Sheikh Ibrahim. Cut Nigel, Cut Nigel. Ich liebe deine Arbeit. Gott segne dich und deine Familie. Hier. Cut Nigel, Cut Nigel. Da. Ich werde noch zum NPC-Sheikh. Danke, ihr Lieben, danke. Ich weiß nicht, ob ihr das machen müsst. Ich habe keine Ahnung. Muss man hier Geschenke verteilen, damit diese ganzen Sachen auf einmal aufgehen? Oder muss ich öfters live kommen? Ich habe gar keinen Plan. Dankeschön, Dr. Sheikh. Einfach Dr. Sheikh Abu Schienbein.
hat mein Profilbild. Der hat den 7-fachen Super-Sheikh überwunden. Ja. Krieg nie Nachrichten, wenn du live gehst, Sheikh Awamir. Ja, was soll ich euch sagen, ihr Lieben? Ich glaube, ich gehe noch mal raus und guck noch mal, wie man das Ganze macht, oder? Was sagt ihr? Ach so, hier meint jemand, du musst 3 Tage jeweils 120 Minuten live sein. Ach so. Okay. Ja. Wir wie Orthodoxen feiern dich und fördern im Hintergrund, damit wir nicht deine Zielscheibe sind. Ich liebe euch Orthodoxen doch auch, Mann. Ich möchte doch nur, dass ihr von neuem geboren werdet und dem Herrn Jesus Christus auf Schritt und Tritt folgt. So wie es sich gehört, ne? Dass der Herr Jesus Christus die Autorität in eurem Leben wird. Und Armin, hast du eine Glatze? Ja, eine richtige Glatze, guck mal. Ich sehe aus, als hätte ich wirklich eine Glatze, nein. Ich habe noch Haare auf dem Kopf, noch. Abul Bara liebt Naruto. Schwänziger Fuchs. Du brauchst mehr Licht. Nein, dieses Licht reicht schon. Wir werden wieder Livestream auf YouTube. Ja, an einem Samstag wird's geschehen. Dann kommt auf einmal der Dr. Sheikh aus dem Nichts und dann ist er auf einmal da. Zack. So wie jetzt. Zack. Ah, wisst ihr was? Ich glaube, wenn ich gleich zu Hause bin oder was, dann gehe ich nochmal mit euch live, ne? Dann gucken wir, dass wir ein bisschen länger live bleiben oder was. Wie lange wurdest du gesperrt? Ich wurde bis 16.11. und der andere auch bis 16.11. ne? Ich trinke Chai. Guck mal, der ist voll am Genießen. Ich trinke Chai und gucke Dr. Sheikh zu. Ist ja wundervoll. Amir, ich bin in einer Gemeinde und die Pastoren sind Calvinisten. Was soll ich jetzt machen? Das ist natürlich sehr, sehr doof, ne? Das ist natürlich sehr, sehr doof. Ja, du musst mit denen darüber reden, ne? Dass dieser Calvinismus keine rettende Botschaft bringt, ne? Der Calvinismus ist ja eine Irrlehre, ne? Die glauben nicht an den freien Willen, also das ist der Wahnsinn. Für was steht nochmal das F im Islam? Für Friedhof. Das F im Islam steht für Friedhof. Islam means peace. Islam means peace. Wer was anderes sagt, den machen wir Nackentherapie. Ich habe gesagt, Islam ist Frieden. Behauptest du was anderes, gibt's Nackentherapie, aber vom Feinsten hier. Ab runter mit dem Schädel hier. Amir braucht 500 Zuschauer, Leute. Ja, am besten. Krislam. Ich dachte, es war Frieden. Ja, ich dachte auch, es war Frieden. Bis ich dann gesehen habe, dass der Islam 360 Millionen T-O-T-E hinterlassen hat. Dr. John hat es auch bestätigt. Ja, wo ist Dr. John? Dr. John, wo bist du? Du musst bestätigen. Hi Amir, wurdest du heute gesperrt? Ja. Ich habe gar nichts gesagt, Omar. Ich habe nichts gesagt. Ich habe gar nichts gesagt. Das ist das Heftige. Jeder kann das bestätigen. So lächerlich, ne? So lächerlich. Ich habe gar nichts gesagt. Ich habe ganz normal mit ihm geredet, 2-3 normale Sätze gesagt und auf einmal kam dann
Der hat dann gesagt, warum diskutierst du dann immer mit diesen ganzen Leuten? Die sind doch alle so und so. Und dann habe ich gesagt, ist nicht schlimm. Jeder hat die Möglichkeit, seine Meinung frei zu äußern. Und auf einmal, bumm, war das weg. Ist das heftig, nur weil ich gesagt habe, jeder hat die Chance, seine Meinung zu äußern. Egal, ob der Atomphysiker ist oder ein Sonderfall oder Sonderschüler. Bin gestern zum Christentum gewechselt, dank dir. Wow. Gottes Segen, meine Liebe. So, so. Beste Entscheidung deines Lebens. Hammer. Danke dem Herrn. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Wundervoll. Ich sag doch, die Leute kommen alle zum Herrn. Es ist Wahnsinn. Ne? Der Dr. Scherer Mohammed hat schon eine riesen Detonation hinterlassen. Ja? Was sagst du zu den Zeugen Jehovas? Absolute Irrlehre fernhalten. Absolute Irrlehre fernhalten. Grüß dich, Ami, du bist ein wahrer Krieger. Ihr seid wahre Krieger, die das Ganze mal liked, teilt und so, ne, für, damit wir weiterkommen, ne. Was hältst du von Orthodoxen? Was soll ich denn davon halten? Soll ich die jetzt runtermachen und beleidigen oder was? Nein. Das sei ferne. Wir wünschen uns für die Katholiken, Orthodoxen, Evangelikale und alle Menschen, dass sie zur Wiedergeburt ansetzen, ne? Dass sie ihr Buße tun und den Herrn Jesus Christus auf Schritt und Tritt folgen und ihr Kreuz täglich auf sich nehmen. Ne? Ich liebe sowohl die Orthodoxen, Katholiken und die Evangelikale. Was hältst du von mir? Du bist auch ein Guter. Wenn du Dr. Sheikh Abu Amir 78 Löwen und 375 Universen schickst, dann bist du der Allerheftigste. Erst dann rede ich mit euch. Erst dann fange ich an, mit euch zu reden. Wartet mal, ihr Lieben, ich muss mal ganz kurz was machen. Ihr Lieben, ich komme jetzt gleich wieder. Ich glaube, wir sehen uns so in einer Stunde oder um 8 Uhr ungefähr, ja? Gott segne euch, ihr Lieben. Ich muss jetzt ein paar Sachen erledigen. Gottes Segen. Bis später. Haltet immer am Herrn fest.